Okay, this panel 3 is now in English, in German, and the keynote is in English again. So, I switch into to German now. Unmittelbar an die Essensversorgung geknüpft, die wir soeben im zweiten Panel ausführlich diskutiert haben, ist die Sorgearbeit, die immer noch größtenteils von Frauen bewältigt wird und in Wohnräumen stattfindet, die diese Situation zusätzlich manifestieren. Ich begrüße Sie nun zum dritten und letzten Panel, Wohnen ist Arbeiten, über die Aufteilung von Raum und Care-Arbeit im Wohnen. Um diese und hierzu begrüße ich ExpertInnen aus Architektur, Forschung und Politik. Und ähnlich wie in den vorausgegangenen Panels beginnen wir mit drei Vorträgen, die Sie hier im Überblick sehen. Sabine Pollack beginnt, dann kommen Anna Firak und Silvester Kreil und Daniele Karasch endet. Und wir schließen mit einer gemeinsamen Diskussion, zu der wir zusätzlich Eva Keil herzlich begrüßen möchten auf dem Panel, auf dem Podium. Als erste Vortragende auf dem Podium begrüße ich Sabine Pollack. Sabine Pollack leitet gemeinsam mit Roland Köb das Architekturbüro Köb und Pollack Architektur und arbeitet in den Bereichen Urbanistik, sozialer Wohnbau, Architekturtheorie und Genderforschung. Sabine Pollack lehrte unter anderem an der TU Wien, an der Bauhaus-Universität Weimar, am Politecnico di Milano und hatte eine Gastprofessur an der University of Michigan. Von 2009 bis 2020 unterrichtete sie als Professorin für Architektur und Urbanistik an der Kunstuniversität Linz, wo sie seit 2021 die Abteilung Raum- und Designstrategien leitet. Köb und Pollack Architektur realisierten zahlreiche Wohnbauten, darunter auch das Rosa 22 Frauenwohnprojekt in Wien-Donaustadt für integratives und generationsübergreifendes Wohnen für Frauen. Herzlich willkommen hier am Podium, Sabine Pollack. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einleitung und danke für die Einladung. Wahrscheinlich bin ich hier heute der Erste, der nicht kochen kann, aber ich habe ganz viel zu kochen, Küchen und zum Essen gearbeitet, könnte darüber wahrscheinlich Stunden sprechen und über die Rolle von Frauen und Männern dabei. Ich wurde aber gebeten, hier vor allem über das Frauenwohnprojekt Rosa zu erzählen, also über die Tatsache, dass Frauen für Frauen und mit Frauen bauen. Im Hintergrund sehen Sie hier die größte Frau, die jemals in einem Museum gebaut wurde, von Niki de Saint-Phal, das Projekt Hon in Stockholm. Eine humoristische, liebevolle Hommage an den weiblichen Körper, damals sehr angegriffen von Feministinnen. Ich unterrichte seit ein paar Jahren gemeinsam immer wieder mit Katharina Cibulka, deren Projekt Sie hier im Hintergrund sehen, eine Künstlerin mit diesem bekannten, international bekannten Solange-Projekt. Unsere Frage im Unterrichten ist das, und das betrifft den Kunstmarkt und den Architekturmarkt, wer kommt zum Zug, ist das eben ein Boys Club oder nicht, wer bekommt welchen Auftrag, wer bekommt was und welche Rolle spielen wir eigentlich in der Architekturproduktion, aber vor allem auch in der Benutzung von Architektur. Ich möchte mit einem Zitat beginnen von Judith Butler. Sie versucht zu beschreiben, was alles auf uns einwirkt, sodass das dann zustande kommt, dass wir bestimmte Rollen einnehmen müssen, mehr oder weniger. Sie beschreibt das so, es ist eine wiederholte Stilisierung des Körpers, ein Ensemble von Akten, die innerhalb eines äußerst rigiden, regulierenden Rahmens wiederholt werden, dann mit der Zeit erstarren und so den Schein der Substanz bzw. eines natürlichen Schicksals des Seienden hervorbringen. Und meine These zu diesem Zitat ist, dass die Architektur und vor allem die Architektur des Wohnens dabei eine unglaublich große Rolle spielt. Also die Architektur, die wir bauen, ist einfach ein Teil dieses sehr, sehr regulierenden Rahmens und vor allem ist sie starr, denn sie bleibt
bis zu 100 Jahre lang. Es geht um Wohnen, es geht bei uns in unserer Praxis hauptsächlich um Wohnen. Und wenn man Wohnen betrachtet, dann ist Wohnen einfach prinzipiell unglaublich traditionell. Wir haben heute andere Beispiele gesehen, die natürlich exzeptionell sind, aber im Normalfall ist Wohnen sehr traditionell. Auch das neueste Wohnen, das wir bauen, ist meistens relativ traditionell aufgebaut. Und meistens oder im Normalfall reproduziert dieses Wohnen auch bestehende Geschlechterverhältnisse. Und nur ganz selten überschreitet es solche Geschlechterverhältnisse. Man sieht hier ein typisches Wohnzimmer aus den 1950er Jahren. Es hat sich bis heute kaum verändert. Inzwischen stand da im Zentrum einmal der Fernseher. Heute tun wir nicht einmal Fernsehen mehr gemeinsam. Das Wohnzimmer gibt es aber immer noch. Das heißt, was Judith Butler als dieses scheinbar natürliche Schicksal beschrieben hat, das ist zum Beispiel die Care-Arbeit, also die Hausarbeit und vor allem die Care-Arbeit, das Sorge tragen um alles Mögliche, um das Haus, die Wohnung, die Verwandten, die älteren Personen und so weiter. Das ist etwas, was hauptsächlich Frauen betrifft. Und die Küche, von der heute den ganzen Tag schon die Rede ist, die Küche ist so quasi die Verräumlichung von dem Ganzen. Das heißt, die Küche ist wichtig und wie und was wir mit der Küche machen, ist einfach die Essenz von allem Wohnbau gewissermaßen. Ich habe in meiner Arbeit immer wieder theoretisch gearbeitet, ganz lang. Ich habe versucht, so etwas wie ein ideales Wohnen in der Theorie zu finden, habe versucht zu schauen, ob es so etwas gibt wie ein neutrales Wohnen, habe dabei verschiedene Idealbilder von Weiblichkeit und Wohnen untersucht und geschaut, wie die zusammenhängen, habe das Idealbild eines neutralen Raums schlechthin untersucht und bin dann draufgekommen, auch anhand der Theorien von Alice T. Friedman, dass dieser Raum, der eigentlich so neutral aussieht, überhaupt nicht neutral war. Die Auftraggeberin konnte hier sich weder verwirklichen in ihren Wünschen und Gedanken und sie konnte schon gar nicht so wohnen, wie sie eigentlich wollte, aber dafür hat Mies van der Rohe das Projekt seines Lebens realisiert. Ist ja auch was. Das heißt, wir realisieren sehr oft und reproduzieren sehr oft in der Architektur Klischees. Wir produzieren einen Raum, der mit dem Wohnen, dem Haushalt führen, der Care-Arbeit zu tun hat und setzen dem irgendwo automatisch mit Weiblichkeit zusammen oder den großen Hochhausturm mit Männlichkeit. Es gibt auch in der Architekturgeschichte so eine wahnsinnig lange Reihe an Dualismen und Zuordnungen, von denen man sich auch, von der Reihe kann man sich auch ganz schwer befreien gewissermaßen. Das ist so diese immer wieder Zuordnung, zumindest in den letzten Jahrhunderten. Natürlich sind wir jetzt weit darüber hinaus, aber so war es halt immer zwischen weiblich, männlich, innen, außen, privat, öffentlich, reproduktiv, produktiv, Einrichtung, Konstruktion und so weiter, bis der Unterscheidung zwischen der Höhle und dem strahlend weißen, glatten Tempel. Das heißt, meine These dazu ist, sobald wir einen Strich nur am Papier oder am Computer zeichnen, unterscheiden wir schon zwischen innen und außen, zwischen privat und öffentlich und irgendwo vielleicht auch zwischen weiblichen Raum, weiblich konnotierten Raum und männlich konnotierten Raum. Das heißt, können wir eigentlich irgendetwas machen? Außer wir könnten keine Linie mehr zeichnen, aber es hilft vielleicht auch nichts. Ja, man kann sehr viel tun. Was wir tun können, wir können überlegen, wo unsere Projekte gebaut werden, die Lage, welche Kommunikation das Projekt ermöglicht, welche Dichte herrscht vor. Dichte kann gut sein oder schlecht sein. Wir können Gemeinschaft bauen. Die Position der Küche ist extrem wichtig. Gibt es neutrale Zimmer oder sind die von vornherein schon Kindern, Eltern, Buben, Mädchen zugeordnet? Welche Anbindung besteht? Wie ist der öffentliche Raum? Ist der Raum sicher? Welche Infrastruktur ist da? Gibt es eine Nachbarschaft? Gibt es Flexibilität? Und vor allem sind es diese Wohnungen, die wir bauen, leistbar?
In meiner Untersuchung bin ich dann irgendwann einmal auf diese Unterscheidung getroffen, nämlich Weak Gender versus Strong Feminism. Die Gender-Debatte hat mich in meiner eher akademischen Laufbahn begleitet, ist eine sehr akademische Debatte, fand ich, währenddessen die Debatte um Feminismus eine sehr aktuelle ist und vielmehr die Leute von draußen quasi mit einbezieht. Das heißt, die Personen, die betroffen sind von dieser Debatte und die Personen, die ganz einfach die Leute, die in den Wohnbauten wohnen oder in Siedlungen und mit Stadtplanung sich auseinandersetzen. Sie sehen hier im Hintergrund neben dieser größten Frauenfigur nun die größte Vulva, die jeweils gebaut wurde, nämlich von der Künstlerin Juliana Notari, das Projekt Diva in Brasilien. Die Vulva wurde dann letztlich durch eine sehr rot glänzende Fiberglasstruktur überzogen. Und es ist natürlich ein Projekt, auch eine Huldigung an die Weiblichkeit, aber vor allem auch ein Projekt gegen den Sexismus von Bolsonaro. Was will ich damit sagen? Alles, was wir tun, ist irgendwo immer oder sollte auch irgendwo immer politisch sein und wir sollten viel mehr Haltung einnehmen mit dem, was wir tun. Ich unterrichte ja und da spielt gerade dieser Feminismus und die Debatte und die aktuellen Debatten wie um den intersektionalen Feminismus eine große Rolle. Das heißt, es geht um viel mehr als um die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich, sondern es geht um alle möglichen Ausschließungen und Sachen, wo der Raum involviert sein kann. Im Hintergrund sehen Sie ein Projekt einer Studentin, Fiona Prohaska. Sie hat sich gefragt, was macht denn eigentlich einen Mann zum Mann und eine Frau zum Frau? Wie wäre das, wenn die Geschlechtsteile gar keine große Rolle mehr spielen würden? Und hat dazu diese riesige Schachteln gemacht, die man aufmachen kann aus rotem Samt und dann wie eine Maske sich aufsetzen kann. Eine sehr liebevoll genähte, selbstgenähte Vulva und ein Penis. Meine dritte These hier, dann höre ich schon auf und zeige das Projekt, ist, dass es gar nicht so sehr um neue Architektur vielleicht geht, sondern um neue Praktiken. Dissidente Praktiken haben das einmal Dile und Scofidio genannt mit ihrem Projekt Bad Press. Das heißt, wir sollten darüber nachdenken, ob wir nicht ganz anders wohnen sollten. Es kam schon einmal die Idee einer ganz anderen Küche. Vielleicht sollten wir ganz anders essen, an ganz anderen Orten. Vielleicht braucht es keinen Tisch mehr, wie auch immer. Ich habe das untersucht und bin so auf die Begriffe der Postprivatheit gestoßen und habe versucht, Überschreitungen des Privat Wohnens zu finden. Wann gab es das in der Geschichte? Was gibt es heute für Projekte dazu? Und welche neuen Praktiken könnten wir daraus vielleicht ableiten? Solche Erweiterungen des Privaten gab es immer wieder. Sehr oft war das aber dann auch nicht viel mehr als wiederum eine Inszenierung von Männlichkeit. Mich begannen dann solche Projekte viel mehr zu interessieren, wie das Projekt My Bed von Tracy Emin, wo sie ihr privates Bett, das sie ein paar Wochen nicht verlassen konnte, in einer sehr schlechten Phase ihres Lebens, so wie es war, mit allen Utensilien rundherum ins Museum transferiert hat. Welche Fragen ergeben sich also, wenn man an nun andere Formen von Wohnen denkt, die jetzt vielleicht solche Rollenklischees überschreiten könnten? Die Fragen sind ganz einfach, nämlich wer produziert welchen Raum, wer wird ausgeschlossen, wer plant für wen, wer investiert, wer bestimmt, wer besitzt und wer wohnt dann eigentlich? Nach all dieser theoretischen Arbeit, die ich gemacht habe, war das Conclusio unglaublich ernüchternd, nämlich zumindest damals, vor über 10 Jahren, war ganz klar, das Investment im Wohnen ist männlich, die Wohnbauproduktion ist fast zur Gänze männlich, das Eigentum im Wohnen ist fast zur Gänze männlich, weil Männer einfach das Geld besitzen im Normalfall, wohingegen das Wohnen und das Befassen mit der Wohnung und die Care-Arbeit weiblich sind. Und das kann es ja wohl nicht sein, dachte ich mir. Das heißt, wir beschlossen im Büro, wir wollen das bauen und wir wollen etwas anderes probieren und haben im Büro selbst diese Idee eines Frauenwohnprojektes entwickelt. Ein Projekt, das wir gemeinsam mit Frauen entwickeln und für Frauen entwickeln. Ein Wohnbau, der dann letztlich so
ausgesehen hat oder so dastand. 2009, das sind 40 Wohnungen unterschiedlicher Größenordnung, von sehr klein bis relativ groß, aber nicht, auch nicht wahnsinnig groß, mit einer Vielzahl an Gemeinschaftsräumen, mit einer Landschaftsplanung von Auberg und Karas. Die Architektur steht eigentlich im Hintergrund. Das hat, wurde über das Projekt Lena eigentlich schon sehr schön hier heute erzählt. Die Architektur ist auch relativ zurückhaltend. Im Vordergrund stehen eigentlich die Frauen, mit denen wir das gemeinsam entwickelt haben, über Jahre hindurch, denn die Projektentwicklung dauerte sehr, sehr lange. Aber diese Frauen und die ganzen Ideen und die Konzepte, die wir gemeinsam mit dieser Gruppe an Frauen entwickelt haben, die sollten eigentlich hier im Vordergrund stehen. Aber ich muss ja auch das Projekt herzeigen. Die stärkste Referenz für in der Projektentwicklung ist, war dieses, neben dem Roten Wien natürlich, wir sind ja da und bauen hier, aber trotzdem war immer die stärkste Referenz das Boardinghaus von Lilli Reich, das die Architektin 1931 für die IBA in Berlin als Prototyp 1:1 dort in der Halle gebaut hat. Ein Prototyp für ein Apartmenthaus mit einer mittigen Erschließung. Sie sehen unten, wo die beiden Teile sind, so quasi die Hälfte eines Innenganges und daran an anschließend lange, schmale Wohnungen, die keine Küche besitzen, nur einen Kochschrank, also eine Miniküche. Dafür sollte es im Erdgeschoss eine restaurantartige Küche geben. Das Ganze war gedacht für kinderlose, alleinstehende Frauen oder Paare. Das wurde nicht gebaut, aber es war ja auch sehr, ein paar Jahre danach war die Zeit überhaupt nicht mehr nach solchen radikalen sozialen Experimenten. Aber auch so als Bautypus war das immer so dass die stärkste Referenz. Unser Projekt hat dann 2003 begonnen. Wir haben die Idee entwickelt. Ich ließ dann solche Grafiken zeichnen oder wir haben sie gemeinsam gezeichnet, so abstrakte, prototypische Wohnungen, die irgendwie die Ideen vermitteln sollten, was wir gerne machen würden. Flexible Grundrisse, offene Küchen, kein privates Eigentum, keine privaten Gärten und eine ganze Reihe von möglichen Gemeinschaftseinrichtungen. Wir waren damals, oder ich war vor allem sehr naiv, es war unser erster so geförderter Wohnungs- oder sozialer Wohnungsbau überhaupt in Wien. Ich habe den Frauen damals, und damals kamen viele, waren sehr interessiert, allen erzählt, ja, in 2 Jahren ist das sicher fertig. Wir hatten aber kein Grundstück und nach diesen ersten Vorstellungen der Interessentinnensuche, es gab bis zu 100 Interessentinnen, sehr, sehr schnell kam eigentlich diese harte Zeit, dass wir kein Grundstück hatten. Also es ist in Wien, wie in jeder Großstadt, in Wien noch weniger, aber überall extrem schwierig für eine private Gruppe oder ein Architekturbüro mit einer Gruppe von Frauen hinten im Rucksack quasi ein Grundstück zu suchen. Uns haben dann verschiedene Personen und Institutionen geholfen und zum Beispiel solche Publikationen wie hier im Falter mit der liebevollen Illustration von Andrea Dusel. Also das Projekt wurde relativ bekannt, obwohl wir überhaupt kein Grundstück hatten und noch weit entfernt waren von jeglicher Realisierung. Was aber auch sehr gut war. Wir hatten eine lange Zeit, um nachzudenken und wir konnten mit den Frauen und es entwickelt, ein Verein wurde gegründet und es entwickelt sich so ein harter Kern um so 40, 50 Frauen herum. Wir konnten Workshops organisieren und wir haben das tatsächlich 2 Jahre lang gemacht, alle 2 Wochen ein organisierter, moderierter Workshop zu diesen Themen, die Sie hier auf der linken Seite sehen, also 30 Workshops, wahnsinnig viel Arbeit für uns, natürlich unbezahlte Arbeit, aber die wir dann vielfach auch zurückbekommen haben als Feedback von den Frauen. Und wie man das halt so macht in Wien, wir haben dann letztlich an einem Bauträgerwettbewerb teilgenommen, auch wieder so naiv mit einem sehr, sehr konzeptionellen Projekt. Ich dachte damals, ich brauche ja keine Visualisierung, wozu denn ist, die können ja beruhigt sein, dass wir das schaffen, dass irgendwas es auch gut aussieht, aber so einfach war das natürlich nicht, aber das Bauträger-Wettbewerbsprojekt hat uns geholfen, gemeinsam mit den Frauen das Projekt zu konkretisieren. Das war damals ein Grundstück für ein freistehendes Gebäude, ein 6-stöckiges und unsere Idee dazu war, es gibt eine innere Zone, eine Erschließungszone, die relativ breit ist, breiter als jeder normale Gang,
lang und daran anschließend sollte in jedem Stockwerk ein Gemeinschaftsraum sein, sodass so die Wohnungen klein gehalten werden können und aus der Wohnung möglichst viel ausgelagert werden kann in diese Gemeinschaftsräume. Also es gibt so quasi eine gemeinsame Wohnung, die aber dann aufgeteilt ist auf mehrere Stockwerke. Und so das Credo der Frauen, bitte keinen Spielraum, kein Spielzimmer, sondern das ganze Haus soll ein Spielzimmer sein. Wir haben den Wettbewerb nicht gewonnen, aber, und deswegen ist es so toll, dass wir in Wien sind und ich liebe Wien und danke Wien für alles. Mich hat dann erst einmal, es ist auch so wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass sich Frauen auch unterstützen. Ich bekam dann einen Anruf von der Vorsitzenden der Jury, Elsa Prohaska, die mir sagte, wir haben den Wettbewerb nicht gewonnen, aber die Jury fand das Konzept so stark und so interessant, dass die Stadt dafür sorgen wird, dass wir ein Grundstück bekommen. Und das war natürlich einfach großartig. Wir hatten aber auch ganz viel Unterstützung von Frauen wie Eva Keil, die nachher auf dem Podium sitzen wird, oder Jutta Kledorfer. Also da gab es einfach und gibt es immer noch ein gutes Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann in dieser Stadt. Aber Sie sehen, es ist mittlerweile 2006, das Grundstück war da, dann hat es wieder lang gedauert, bis es weiterging. Auch ein seltsames Grundstück, muss man auch sagen, sehr lang und schmal, nicht unbedingt das, was man sich wünscht, wenn man ein Gemeinschaftswohnprojekt bauen will. Aber egal, wir haben genommen, was wir kriegen. Und manchmal hat man einfach unglaubliches Glück im Leben. Es war wieder ein Grundstück für ein freistehendes Gebäude und es war erstaunlicherweise genau gleich breit wie das Projekt bei dem Wettbewerb, nämlich 15 Meter breit. Das heißt, es hat eine ähnliche Erschließung erlaubt, wie wir konnten diese ganzen Konzepte von dem Wettbewerb eigentlich wiederverwenden. Wir haben diesen maximalen Kubus ausgehöhlt, haben Volumina weggenommen, deswegen ist er so ein bisschen ausgezahnt und haben dann in diesen Kubus hinein eine 3 Meter über alle Stockwerke gehende Erschließungszone, die innere Straße hinein platziert und dann von dieser Straße aus sollten lange, schmale Wohnungen, ein bisschen wie im Boardinghaus von Lilly Reich, platziert werden. Und dann irgendwann war es sogar so weit und Baubeginn und ein Anlass, um zwischen den Bewohnerinnen und der Architektin vom Architekturbüro anzustoßen. Was ist nun anders bei diesem Projekt? Ich meine, nur weil Frauen planen, ist gar nichts anders natürlich. Weil man ein Projekt nur mit Frauen entwickelt, und das haben wir, ist sehr viel anders. Männer sollten ja einziehen dürfen, aber die Projektentwicklung sollte nur mit Frauen sein. Und das ist tatsächlich anders, zumindest für mich war es anders, als Frau mit Frauen zusammenzuarbeiten. Was die Wohnungen selbst betrifft, so sollten sie relativ neutral sein, neutrale Zimmer erhalten, sodass es nicht eine Zuordnung gibt, das ist das Zimmer für das kleinste Kind, weil das ist das kleinste Zimmer und das ist das Elternschlafzimmer, sondern alle Zimmer sollten prinzipiell 3 Meter breit sein. Und was dann die Küche betrifft, weil um die Küche geht es ja da vor allem heute, das ist das dritte von unten, habe ich dann beschlossen, wir verzichten einfach auf das Wohnzimmer. Wozu ein Wohnzimmer? So die gute Stube ist ein repräsentativer Raum, der eigentlich fast nicht genutzt wird. Viel wichtiger ist eine große Küche. Das heißt, wir haben fix montierte Küchenzeilen an dieser so einer Servicewand angeboten und diese Küche konnte sich dann ausweiten in diesen Raum. Also es gibt sowas wie einen großen Wohnkoch-Essraum. Wer kleine Kinder hat, der weiß, man haltet sich 3 Viertel vom Tag in der Küche auf, die Aufgaben werden dort gemacht und alles wird verhandelt. Und meine These ist auch, dass wenn die Küche offen organisiert ist und nicht in einem Raum, dann ist die Chance, dass alle mitkochen, zumindest größer. Also sowas wie eine private Schauküche. Hier im Schnitt sieht man, das ist jetzt keine Grafik mit dem grauen Balken, sondern die nächste Nachbarschaft, eine 12-geschossige Scheibe aus den 1960er Jahren. Gar nicht ganz einfach, die rechte Nachbarschaft ist ausgeblendet, eher so ein bisschen sehr bürgerliche Reihenhäuser, mit denen es auch furchtbare Probleme am Anfang gab, die konnten sich nicht damit abfinden, dass hier eine Gruppe von Frauen einzieht. Und im Schnitt sieht man das, was wichtig ist, nämlich den orangenen Raum und das ist der Gemeinschaftsraum, die innere Straße, die über alle Geschosse geht und dann einmal quer hinaus das Gemeinschaftsbüro, wo die feministische
Bibliothek aufgebaut werden sollte. Das heißt, es funktionierte wiederum so, man sieht nur einen Regelgeschossgrundriss, aber im Gartengeschoss gibt es eine Gemeinschaftswerkstatt, im Erdgeschoss eine große Gemeinschaftsküche und ein Wohnzimmer, im dritten OG hier die Gemeinschaftsbibliothek und dann auf der Dachterrasse die Laundry, den Waschraum und einen Sauna- und Erholungsraum und gemeinschaftlich nutzbare Beete. Diese innere Straße, die 3 Meter breite Straße, öffnet sich zu, immer wieder zu Höfen, erhält Sitznischen. Man muss auch sagen, das wurde gebaut, als die Brandschutzverordnung noch nicht ganz so rigoros war. Wir hatten damals sehr viel Vorstellungen, was alles in diesem 3 Meter breiten Gangbereich mit mehreren Stiegen passieren und Durchblicken passieren könnte und auch passiert ist. Mittlerweile ist es ein bisschen leergeräumt und nicht mehr ganz so leicht verwirklichbar, was wir eigentlich verwirklichen wollten. Aber Sie sehen hier links diesen inneren Raum, die Zone im Rohzustand gewissermaßen nach Übergabe und rechts, so wie er benutzt wird, nämlich einmal im Monat finden hier gemeinsame Frühstücksessen statt. Da wird einfach alles hinausgetragen und dann wieder hinein. Oder es finden Ausstellungseröffnungen, Flohmärkte und vieles mehr statt. Also so eine robuste, gut nutzbare Zone, wo man leider mittlerweile sehr viel oder das meiste wieder wegräumen muss, was ein bisschen schade ist. Die Gemeinschaftsbibliothek wurde oder wird vom Verein Frauenwohnprojekt Rosa gemietet. Das ganze Projekt ist ja eine Mischung aus einem Mietwohnungsbau, errichtet von der Wohnbauvereinigung WBV GPA. Der Verein Frauenwohnprojekt Rosa hat ein Vorschlagsrecht, wenn Wohnungen frei werden. Das heißt, sobald eine Wohnung frei wird, versucht der Verein, eine Nachmieterin zu finden. Erst wenn das nicht funktioniert, dann kommt jemand über das Wohnservice oder über die Wohnbauvereinigung hinein. Das ist nicht ganz einfach, auch waren ja 30% der Wohnungen zur Verfügung zu stellen, dem offenen Markt quasi, wie das ja immer ist. Das birgt Konfliktpotenzial, also es ist nicht unbedingt keine reine Baugruppe, ist aber auch irgendwie, finde ich, wichtig. Es geht ja auch darum, auch ein bisschen den Massenwohnungsbau zu bedienen. Wir können nicht nur exklusive Projekte für ausgewählte Baugruppen aus bürgerlichem Hintergrund bauen, sondern es müssen gemischte Wohnprojekte sein. In dem Wohnprojekt wohnen nun Frauen unterschiedlichster Altersgruppen. Damals beim Einzug war die jüngste 18 Jahre und die älteste etwas über 60. Mittlerweile hat sich das noch weiter auseinandergezogen. Die Waschküche am Dach des Gebäudes wurde einmal irgendwo im Profil, glaube ich, als die schönste Waschküche von Wien bezeichnet. Es ist wichtig, sie so zu platzieren, dass es Spaß macht, hinzugehen, sonst wird sie nicht verwendet. Am Dach haben Aube Karas dann Brunnenringe platziert, Fertigteil Brunnenringe, und dort sind Hochbeete zur Benutzung frei. Hier sieht man die kleinste Wohnung mit diesem offenen Kochraum, Kochwohnraum, der zugleich auch Schlafraum ist. Sehr klein, nicht so klein wie bei Lena, Wahnsinn, wie klein die Wohnungen dort sind, aber hier also 30 Quadratmeter, kleiner darf eine Wohnung oder durfte damals eine Wohnung in Wien nicht sein. Das funktioniert nur, wenn es Gemeinschaftsräume gibt. Das heißt, wenn man auch das Wohnen in anderen Räumen absolvieren kann. Und die größte Wohnung ist teilbar, auch sehr wichtig, denn die Lebensumstände, die können sich ändern. Hier auch der wichtige Innenhof. Vom Hof aus kann man direkt in die große Gemeinschaftsküche und den Gemeinschaftswohnraum hineingehen, auf der rechten Seite nach der Übergabe und links in der Benutzung. Hier sehen Sie das Gruppenbild mit drei Herren, einer ist leider schon verstorben, was mir sehr leid tut, der Bezirksvorsteher, und auch zugleich den Chor Rosa Sonora, der gegründet wurde, und eine Komponistin, die dort wohnt, hat ein Stück geschrieben, das nennt sich Albumblatt für Rosa, ein Stück für kreative, mutige Frauen. Und 2010 wurde das Haus als Johanna-Donal-Haus umbenannt, was mich bis heute sehr, sehr stolz macht.
Ich muss zum Ende kommen und komme auch zum Ende. Nur ein Ausblick, was ich sonst so mache, wenn mir langweilig ist. Ich beginne zu zeichnen, utopische Stadtentwürfe zu zeichnen. Und daraus war so ein Corona-Projekt auch. Daraus ist ein Buch entstanden mit dem Titel Die unendliche Stadt. Und darin findet man 80 abstrakte Stadtentwürfe. Und irgendwie zieht sich der Feminismus durch alle diese 80 verschiedenen Projekte hindurch, wie zum Beispiel hier in dieser abstrakt-vaginal-Stadt, die ich jetzt nicht länger beschreiben möchte. Ich möchte nur noch 4 Slogans mitgeben, quasi an alle Planerinnen hier. Unterstützt euch gegenseitig, sucht Investorinnen, erfindet Frauenprojekte und bildet Banden. Vielen Dank. Vielen Dank, Sabine Pollack, für diesen feministischen Beitrag. Sehr gut, danke. Ich gehe über zu unserem nächsten Vortragenden. Das sind gleich 2 Personen, beide auch zusammen mit ihrer Kooperation Junge Architektinnen genannt, hier gegenüber in der Galerie vertreten, einer Ausstellung, die den Namen trägt Zwischen Kostenschätzung, Muttermilch und Bauwende. Vertreten wird diese Kooperation heute von Anna Firak und Silvester Kreil. Anna Firak macht Architektur, ist Kuratorin und Performance-Künstlerin. Ihre Leidenschaft gilt dem Experimentieren und künstlerischen Schaffen in und mit Architektur. Sie stellt sich immer erst die Fragen nach Umstrukturierung und Umgestaltung. Silvester Kreil denkt, schreibt und kuratiert zu Architekturthemen. Er interessiert sich für die Parameter räumlicher Verteilung, die verborgenen Prozesse der Architekturproduktion und ihre finanzpolitischen Ausmaße sowie alternativen Ansätze. Euch beiden bitte ich ans Publikum, aufs Podium. Und noch ein kleiner Zusatz, diese Ausstellung gegenüber ist bis 20.11. noch besuchbar. Genau, hallo, danke Lene für die Einführung. Wir sind Silvester und Anna und wir werden heute über die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit vom Beruf Architektur und Care bzw. Reproduktionsarbeit reden und beziehungsweise auch über Reproduktionsarbeit und junge Architektinnen, was wir beide sind in der Selbstständigkeit. Wir sind, wie Lene schon gesagt hat, 2 aus einem 8-köpfigen Team, die eine Ausstellung kuratiert haben, die auf eine Veranstaltungsreihe für junge selbstständige Architektinnen folgt. Insgesamt waren 60 junge selbstständige Architekturschaffenden involviert in das ganze Projekt mit dem Titel Zwischen Kostenschätzung, Muttermilch und Bauwende. Das Projekt bildet für das, was wir heute erzählen wollen, den Rahmen, die Erzählstruktur. Wir haben viele Themen, die mit der Vereinbarkeit von unserem Beruf und Care-Arbeit zu tun haben, innerhalb dieses Projekts erfahren, einmal an uns selbst, aber auch an den ganzen anderen Teilnehmenden. Und damit starten wir und ich gebe an Silvester weiter. Genau, also begonnen hat das Ganze eigentlich mit einer Interviewserie, die meine Kollegin Anna Fellmer und ich gemeinsam im Jahr 2022 angefangen haben. Ich werde jetzt ganz kurz nur so diese Vorgeschichte dazu erzählen, damit das Ganze Sinn ergibt. Und unser Ziel damals war ganz bewusst, junge Architektinnen zu Wort kommen zu lassen, und zwar in ganz Österreich, einerseits um denen eine Stimme geben zu können, eine Plattform geben zu können, und andererseits um österreichweit Vernetzung zu schaffen. Ziel war, eine möglichst diverse Gruppe zusammenzubekommen und maximal 35 Jahre alt. Das haben wir dann relativ
versucht, gut durchzuhalten. Insgesamt sind es eben dann 21 Interviews geworden mit 60 Personen. Man muss dann aber auch gleich dazu sagen, wenn man sich das anschaut, wir haben die Quote von 50%, wenn man jetzt Frauen und Männer ansieht, auch verpasst und sind nur 34 gekommen. Und das liegt einerseits an der Sichtbarkeit, denken wir, und andererseits aber eben auch daran, wer mit 35 Jahren schon selbstständig Architektur produzieren kann. Und da spielt eben auch die Care-Arbeit ziemlich rein. Mit 35 Jahren, wenn man Mutter wird, dann meistens irgendwie in der Zeit. Das bedeutet meistens dann karrieremäßig ziemliche Einschnitte und insofern auch Schwierigkeiten, sich Architektin nennen zu dürfen überhaupt, weil man ja in Österreich als Zivildechnikerin sozusagen erst dann Architektin ist und das ist für Frauen deutlich schwieriger, wie wir noch gleich sehen werden. Genau, daraus entstanden sind dann, ist die Idee entstanden, eine Workshop-Reihe zu machen, eben um diese Minder der Vernetzung, den wir gespürt haben, nachzukommen. Jetzt sind dieses Frühjahr drei Workshops abgehalten worden, der erste im Architekturforum in Oberösterreich, der zweite im Vorarlberger Architekturinstitut und der dritte im Haus der Architektur in Graz, wo wir eben dann mit Teilen der Interviewgästinnen und dann noch weiteren jungen Architektinnen die Themen, die uns beschäftigen, besprochen haben. Und dabei ist eben die Frage Care-Arbeit und die Frage, wie Sabine auch jetzt schon gesagt hat, wer plant den Raum für wen? Also wer macht den Raum und wie sieht der Raum dann auch aus dadurch? Genau, und nachdem wir am Anfang ja nur zu zweit waren im Team, also Ella Fellmer und ich, und dieses Projekt immer mehr gewachsen ist, auch aufgrund der großen Nachfrage, haben wir dann auch einfach selbst einschätzen müssen, ob wir das überhaupt machen können. Also das selbst auf die eigenen Ressourcen schauen, war wichtig. Natürlich auch die Projektfinanzierung. Und dann kam eben auch noch diese Ausstellung dazu, die uns dann netterweise vom AZW angeboten wurde, zu machen. Und daraufhin haben wir beschlossen, das schaffen wir zu zweit nicht. Die Ressourcen haben wir nicht. Und haben eben beschlossen, unser Team zu erweitern. Einerseits eben wegen den Ressourcen, andererseits aber eben auch aus dem kollektiven Arbeitsansatz, den, glaube ich, viele junge Architekten mittlerweile teilen. Und außerdem, um auch einfach andere Erfahrungen und Lebenssituationen mit einzubeziehen ins Team. Wir waren dann ein Team aus 8 Leuten, die diese ganze Veranstaltungsreihe organisiert haben. Ich habe am Anfang erst abgesagt. Ich hatte gerade ein halbes Jahr zuvor Zwillinge bekommen, Kind Nummer 2 und 3, und habe mich nicht in der Lage gesehen, so ein großes Projekt auf die Beine zu stellen. Habe dann aber nach erneuten Anfragen doch zugesagt. Das war einfach zu spannend und zu schönes Projekt. Und als wir dann im Team zusammen waren, hat sich dann erst eben die Frage gestellt, aber wer von uns kann jetzt eigentlich wie teilnehmen und mitmachen? Wie können wir dieses Team so aufbauen, dass das produktiv wird, das Ganze? Und da stellen sich die Fragen nach Verfügbarkeit, wie schauen die familiären Situationen gerade aus? Wir haben in dem Team aus 8 Leuten insgesamt 5 Kleinkinder gehabt, die, wie man auf dem Bild vorher schon gesehen hat, bei den Meetings oft dabei waren. Außerdem war es für viele nur eins von vielen Projekten. Es gab Büros zu leiten währenddessen, es gab überhaupt den Lebensunterhalt zu finanzieren und genau, wie schafft man da so ein Projekt auf die Beine zu stellen? Das soziale Miteinander spielt natürlich auch eine Rolle. Wie funktioniert man zusammen? Wir haben uns kaum gekannt, haben einfach begonnen und so sahen dann alle 2 Wochen unsere Meetings aus. Wir waren alle in Österreich verteilt und haben uns online getroffen. Wir hatten ziemlich Glück, wie es funktioniert hat, oder haben uns gut angestellt. Man sieht, es sind immer irgendwie Kinder dabei. Hier sind es 3 auf dem Foto. Eins ein bisschen versteckt. Und genau, was wollte ich hier noch sagen? Dann machen wir einfach weiter.
Welche Strategien haben wir noch angewendet, um gut zusammenarbeiten zu können? Wir haben insgesamt 3 Monate gebraucht, bis wir so weit waren, dass wir wirklich produktiv gearbeitet haben. Und wir haben eine Arbeitsteilung gemacht, die weniger nach Kompetenzen ausgerichtet war, sondern eher nach Kapazitäten. Und zum Beispiel habe ich die Aufgabe übernommen, den E-Mail-Verkehr nach außen zu leiten, weil das eine Aufgabe ist, die wirklich tatsächlich nebenher zwischendrin mal gemacht werden kann. Wir haben Silvester und Ella gehabt, die sich am Ende rausgestellt haben als die SpringerInnen, die dann am Ende, wenn wirklich keiner mehr Zeit hatte, doch noch den Text dem letzten Schliff verpasst haben und auch abgeschickt haben. Und so gab es verschiedene Dinge, die organisiert werden mussten und die wir ohne es zu, also wir haben es schon gewollt alle, aber ohne so richtig zu planen, auf die Beine gestellt haben. Und als kleine Zusammenfassung können wir sagen, dass vieles liegen geblieben ist von dem, was wir machen wollten, aber auch ziemlich viel ziemlich gut gelaufen ist und wir in allem ziemlich froh sind und das gut geklappt hat. Wir haben außerdem darauf geachtet, dass der Workload oder die Datenfrequenz sich einigermaßen kurz hält und nicht ständig E-Mails reinkommen und jeder über alles Bescheid wissen muss, sondern nur das Wichtigste. Und wir haben auch nachts gearbeitet, obwohl oder gerade weil viele kleine Kinder dabei waren. Aber diese Chatgruppe ist zum Beispiel erst kurz vor Ausstellung entstanden, als es dann nötig war, dass alle immer über alles Bescheid wissen. Genau, und diese Workshops, die wir dann veranstaltet haben, da war uns eben auch sehr wichtig, dass möglichst jeder und jede vor allem auch kommen kann. Das heißt, junge Architektinnen sind gerade dabei, ihre Profession aufzubauen, haben vielleicht kleine Kinder. Wie gesagt, in unserem Team waren einige Kinder dabei. Und wie schaffen wir sozusagen den Workshop für alle zugänglich zu machen? Die 3 wichtigen Faktoren waren Zeitpunkt, also welche Wochentage, die Leistbarkeit, sowohl die Teilnahme als auch Anreise und Unterkunft und Erreichbarkeit, weil eben diese österreichische Vernetzung sehr wichtig war. Und unsere Strategien und Taktiken war eben dann, diese Workshops für 1,5 Tage abzuhalten, immer Freitag und Samstag und so gelegt, uhrzeitmäßig, dass jeder und jede noch nach Hause oder ankommen konnte. Genau, es gab keine Teilnahmegebühr. Für Verpflegung war gesorgt, das heißt 2-mal Mittagessen, 1-mal Abendessen und Snacks. Und es gab nochmal 50 Euro zusätzlich als Unterstützung für Anreise und Unterkunft. Das heißt, wir mussten relativ viel Geld aufstellen, was auf Unverständnis gestoßen ist bei manchen Stellen. Dennoch war das auf jeden Fall total wichtig, um überhaupt mal die Leute herzubekommen. Und dann der wohl größte Punkt war die Kinderbetreuung, die wir anbieten konnten oder auch anbieten wollten. Und damit natürlich, wahrscheinlich, wie auch unten das Zitat von Linda Scott sagt, das ist halt einfach notwendig. Genau. Und auch hier wieder ein bisschen die Selbstreflexion. Wir versuchen immer zu untersuchen oder anzusehen, was wir eigentlich selbst machen und wie divers wir es schaffen, das zu tun. Was diese Grafik auch ganz gut zeigt, ist, dass gerade bei Mehrfachdiskriminierungen und gerade auch im Architekturkontext die Datenlage auch sehr schlecht ist. Genau, wie man auch sieht, wir sind eine relativ homogene Gruppe gewesen. Auch hier, obwohl man es versucht, möglichst divers zu sein, so leicht ist das dann gar nicht offensichtlich. Und genau, jetzt mit die anderen noch so ein paar Eindrücke der Workshops kommentieren. Das waren dann die Workshops, die eben an 3 Orten stattgefunden haben und wir waren sehr, sehr produktiv. Wir haben viel gemacht und wie Silvester schon gesagt hat, es ist eine sehr homogene Gruppe am Ende gewesen. Alle gesund und körperlich fit und zumindest das, was man sieht und was man aber sehr genau sieht, sind wieder die Kinder, die da waren. Wir haben eben um es für alle offen zu machen und die Zugänglichkeit zu gewährleisten, geschaut, dass es eine Kinderbetreuung gibt. Und da ist eine Erkenntnis aus den Workshops, die ich als
als Mutter auch so schon kenne, eine Kinderbetreuung ist nicht gleich Kinderbetreuung und du kannst in Ruhe arbeiten. So, du kannst, wir hatten zum Teil einen Betreuungsschlüssel von zwei Betreuende auf drei Kinder und trotzdem war das kein, also trotzdem konnten die Eltern nicht ungestört an den Workshops teilnehmen. Nichtsdestotrotz, wir waren ziemlich produktiv und am Ende haben wir es geschafft, diese Ausstellung auf die Beine zu stellen, die eben jetzt da drüben zu sehen ist. Genau, und ich meine, jetzt ist die eh schon angekündigt worden, deswegen glaube ich, brauchen wir da gar nicht so viel dazu zu sagen. Was vielleicht wichtig ist, es ist keine klassische Ausstellung, sondern eher die Präsentation dieser Workshop-Ergebnisse. Das heißt, sehr viel Material, sehr dense, sehr viel Text, aber so ist es halt auch, wenn komplexe Themen besprochen werden, dann kann man nicht immer nur auf die Form gehen. Und genau, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, euch drüben umzuschauen. Genau, es gibt diese sieben Themen oder Themenschwerpunkte, die sich herauskristallisiert haben und dort in der Ausstellung besprochen werden. Genau, neben dem, wie schon im Titel, das Wort Muttermilch, das auch für einige Kontroversen gesorgt hat, spannenderweise, gibt es eben zwei Schwerpunktthemen, Inseln, die die Themen, die wir heute besprechen, ja, auch aus der Sicht der jungen Architektur sozusagen beschreiben. Das ist einerseits Architecture-Life-Balance und andererseits Exklusivität und Diversität, wo es eben ganz schwer darum geht, wer plant für wen und in welchem Ausmaß. Ein kleines Fazit oder was, auf das wir gekommen sind in der Ausstellung und was wir aber so auch schon mitkriegen, ist der sogenannte Dropout nach dem Studium. Also es gibt in, die Grafik zeigt, dass es in Österreich mehr weibliche Architekturstudentinnen gibt als männliche. Und man sieht aber hier, die ZiviltechnikerInnen sind dann viel, viel weniger und BüroinhaberInnen gleich nur um die 10%. Also ist die Frage, wo bleiben die 40%? Wo sind die alle hin? Wie verbringen die ihre Zeit? Warum arbeiten sie nicht als Architektinnen? Warum sind sie nicht sichtbar? Und das ist ganz klar eine Frage der Zugänglichkeit zum Beruf. Und es gibt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, wo die alle stecken. Entweder sie arbeiten in Teilzeit oder sowieso als Angestellte oder sie sind selbstständig, aber trotzdem nicht in der Kammer. Also, oder sie arbeiten überhaupt nicht mehr in diesem Beruf. Also irgendwo sind sie alle hingekommen. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass man als Frau irgendwann nach dem Studium eventuell ein Kind bekommt und wenn man es bekommt, dann hat man die eine gewisse Betreuungszeit, die man ja einfach aufbringt und ich habe auch aus meiner eigenen Erfahrung so viele Freundinnen und Freunde, wir reden immer über dieses Thema und denken, hey, das kann doch nicht sein, wir machen das anders, wir müssen doch als Frauen genauso sichtbar sein und arbeiten in dem Beruf, wir haben Bock drauf, wollen das machen und trotzdem hat jeder einzelne Mensch, jede Mutter, Vater einen Grund, warum die Frau zu Hause bleibt und dann trotzdem auf die Kinder aufpasst und ich weiß nicht warum, aber es sind alles persönliche Gründe, die nachvollziehbar sind, aber wenn das 40% sozusagen sind, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht mehr nur eine private Frage. Und deswegen wieder zu dieser Zugänglichkeit und zur Vereinbarkeit von unserem Architekturberuf mit dem Leben, mit der Care-Arbeit, mit der Reproduktionsarbeit. Und wir haben, jetzt muss ich mal hier weitergehen, damit ich nicht zu viel überspringe. Es ist auch eine Frage, wie der Beruf organisiert ist. Es liegt definitiv ein Fokus auf der Vollzeitstelle. Es gibt Angestellte im Büro, die Vollzeit arbeiten, die wahrscheinlich bevorzugt werden und gewisse Arbeitserfahrungen sammeln können, die Projekte leiten können, Baustellenerfahrungen machen, weil sie einfach dauerhaft verfügbar sind, was Frauen, weil sie ja offensichtlich zu Hause bleiben, mehr nicht sind oder potenziell nicht sind. Und was muss ich ändern? Das muss ich einfach was ändern, finden wir. Und es gibt verschiedene Ideen. Es gibt die flexiblen Arbeitszeitmodelle. Es gibt aber auch die Idee, dass ein Büro anders organisiert wird. Es muss nicht Projektleitung immer in der Vollzeit stattfinden. Das kann sicherlich auch anders gehen.
Und damit kommen wir auch schon zu einem kleinen Fazit. Wir haben versucht, ein bisschen jetzt auch konkretere Vorschläge zu machen, einmal in Bezug auf unseren Beruf selbst, aber auch generell auf Arbeitsverhältnisse, wie die Vereinbarkeit von Architekturarbeit und Reproduktionsarbeit vielleicht besser funktionieren kann. Und das sind eben zum Beispiel die Reformierung vom Zugang in die Kammer, dass es eben leichter ist, auch in Teilzeitstellen oder wie auch immer man sich entscheidet zu arbeiten, trotzdem den Ziviltechniker, die Ziviltechnikerin leichter zu machen. Da noch eine kleine Geschichte von einer Alleinerziehenden, die wir hatten, die eben im Nachmittag ihr Kind abholen musste und die konnte an diesem Vorbereitungskurs einfach nicht teilnehmen, weil der immer von morgens um 9 bis abends um 6 stattgefunden hat. Und wie bitte soll sie an diesem Kurs teilnehmen, den sie als Vorbereitung für die Prüfung an der Kammer brauchte, wollte. Außerdem muss es eben eine Gleichstellung geben von dem Verhältnis zwischen Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Erfahrungen, die es braucht, um selbstständige Architektin zu sein, wie Projektleitung und Baustellenerfahrung, sollen auch in Teilzeit oder anderen Arbeitszeitmodellen möglich sein. Was haben wir noch? Genau, und ganz, ganz wichtig, dass einfach im Arbeitsalltag die Reproduktions- und Care-Arbeit berücksichtigt wird, dass sie einfach eine Anerkennung findet und mit einbezogen wird in der Planung des Arbeitsalltages. Was auch, noch ein Punkt, was auch damit zusammenhängt, wenn viele Frauen eben viel zu Hause bleiben und dann auch noch, um es irgendwie hinzukriegen, vielleicht weil sie als Selbstständige arbeiten und Selbstständige sich ja irgendwie richten können, dann auf die Oma zurückgreifen. Wir haben zu Hause eine Leihoma, weil wir keine Oma in der Umgebung haben, oder auf Babysitterinnen, aber wir haben keinen Leihopa und wir fahren auch nicht zum Opa nach Deutschland zum Aufpassen. Also wenn diese ganze Arbeit immer umsonst und scheinbar nebenher funktioniert, dann degradiert es ja gleichzeitig auch die Erwerbstätigkeit, die mit Pflege zu tun hat, insgesamt. Und die Menschenrechte lassen wir aus. Ja, genau, noch ein letztes. Wir, also auch das war auf jeden Fall eine zentrale Äußerung während allen Workshops: Architektur ist politisch und sie muss politisch gedacht werden. Als Architektin oder Architekt sollte man also sich davon nicht wehren. Und insofern ist es auch unsere Pflicht, sehen wir so zumindest, dass wir als Expertinnen für Raum und dementsprechend auch mit mehr Ahnung als mögliche Auftraggeberinnen schon dafür kämpfen sollten oder dafür sorgen sollten, dass Räume produziert werden, zukünftig die Care-Arbeit vielleicht besser ermöglichen oder generell auch andere Arbeitsmodelle ermöglichen, dass eben vielleicht diese Care-Arbeit gar nicht mehr so in dieser Trennung sich befinden muss. Und damit sind wir eigentlich jetzt, glaube ich, relativ pünktlich fertig. freuen uns auf die Diskussion. Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Teilen eurer Reflexion zum aktuellen Stand dieser Architekturdisziplin und wie dort gearbeitet wird und wie eben das mehr oder weniger mit der Care-Arbeit vereinbar ist oder mit der Familie oder sicherlich auch anderen. Also es sind ja nicht nur Kinder, die vielleicht gepflegt oder auf die aufgepasst gehört, sondern vielleicht sind ja auch noch andere Menschen in seinem Umfeld. Außerdem fand ich toll, ich glaube, ein Anfang könnte ja sein, diese Bilder, die wir gesehen haben von euren Workshops, und das war auch schon bei eurer Ausstellungseröffnung hier, dass Kinder auch im Podium anwesend waren. Das erste Mal unabhängig von Kinderworkshops, die hier auch stattfinden, dass am Abend Kinder mit dabei waren. Und ich glaube, wir müssen auch an den kleinen Punkten arbeiten, eine Sichtbarkeit und neues Denken anfangen, dass eben Kinder genauso, also am Abend vielleicht jetzt nicht immer, aber dass eben neue Bilder von Arbeiten entstehen. Und vielen Dank da auch nochmal für euren Beitrag. Ich gehe weiter zu unserem nächsten Gast, Daniele Karasch, der heute die Forschung Labor at Home vorstellen wird. Daniele, du bist da, ich habe dich gerade gesucht. Daniele Karasch hat diese Forschung nicht ganz alleine gemacht, sondern mit Niloufar Tacheri, die leider heute nicht dabei sein kann. Aber ich denke, Daniele wird sie
gut vertreten können. Zu Daniele Karasch, er ist promovierter Sozialanthropologe und arbeitet zu Themen des Wohnens, der Stadtentwicklung sowie der Migration. Er ist Mitbegründer und Leiter des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft Search and Shape. Er ist außerdem Associated Researcher am LAA, und jetzt kommt meine Nicht-Französisch-Kenntnissen, Laboratoire Architecture Anthropologie in Frankreich und Forscher am Forschungsbereich Soziologie der Fakultät für Architektur und Raumplanung an der TU Wien. Überdies unterrichtet er am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien und hat zahlreiche Forschungsprojekte koordiniert sowie an der Planung und Umsetzung von geförderten Wohnbauten in Wien mitgewirkt. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir am Podium Daniele Karasch. Okay, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute unser Projekt präsentieren zu können. Wir haben das Projekt zu dritt gemacht, eigentlich mit der Niloufer Tajeri und dem Andreas Rumpfhuber. Nur der Andreas war von Anfang an sozusagen heute nicht in Wien und die Niloufer ist jetzt leider auch nicht da, also spreche ich jetzt alleine, aber ich spreche sozusagen für das ganze Team. Das Projekt ist das Projekt Lab at Home, kleine Eingriffe für das Arbeiten zu Hause im Wohnbestand der Nachkriegsmoderne. Und es geht in unserem Projekt, das ein Auftrag der Arbeiterkammer Wien ist, und zwar vom Digifond der Arbeiterkammer Wien, um das Arbeiten und das Arbeiten in der Wohnung und, sagen wir, unser Ausgang und gleichzeitig eigentlich auch unsere Schlussfolgerung ist, dass das Arbeiten in der Wohnung heute sehr, sehr viele sehr, sehr viele Tätigkeiten umfasst. Einerseits das Homeoffice natürlich und andere Arbeitsabläufe, die mit der Lohnarbeit zu tun haben, aber zum anderen auch eine Vielzahl von unsichtbaren Tätigkeiten, sowohl im Kontext des Arbeitsmarktes als auch außerhalb. Das heißt, wenn wir so wollen, natürlich die Care-Arbeit im klassischen Sinne, aber viele andere Tätigkeiten auch, die, sagen wir, auch als Vorarbeit für die Lohnarbeit zu sehen sind oder als Graubereich, wie zum Beispiel Fortbildungskurse, Ausbildung, Lernen, Sprachkurse und so weiter. Und unser Projekt hat drei Prämissen oder drei Ausgangspunkte, wenn wir so wollen. Einerseits, dass der Wohnraum heutzutage ein sehr heterogenes Feld der Arbeit darstellt und als solches gesehen werden sollte. Zweitens, dass eine gerechte Teilhabe an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt nicht nur von den Arbeitsbedingungen abhängt, sondern auch von den Wohnbedingungen und vom Wechselverhältnis zwischen Wohnbedingungen und Arbeitsbedingungen. Und drittens, dass ein sehr guter Ort und eine Möglichkeit, um sich das anzuschauen, die großen Wohnhausanlagen der Nachkriegszeit sind. Erstens einmal, weil diese nach dem Prinzip der Trennung von Arbeiten und Wohnen gebaut wurden und zweitens einmal, weil diese saniert werden müssen oder es besteht die Ansicht, dass sie saniert werden müssen. Das heißt, es wird Hand daran angelegt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, das doch zu thematisieren. Als Arbeitsprinzipien haben wir bei diesem Projekt zwei Arbeitsprinzipien, ein planerisches und sagen wir ein eher aus der Sozialwissenschaft kommendes. Das planerische würde natürlich die Niloufer besser erklären unter Andreas, aber es ist im Prinzip die Idee des kleinen Eingriffs oder des kleinstmöglichen Eingriffs. Das heißt, auf Lucius Burkert aufbauend die Idee, möglichst genau hinzuschauen, was passiert vor Ort und zu verstehen, mit welchem kleinstmöglichen Eingriff die Situation verändert werden kann. Und als kleine Eingriffe sind kleine, leistbare, baulich-architektonische oder nicht bauliche Eingriffe in die Wohnungen zu verstehen, die sich an den Bedürfnissen und Praxisen der Wohnenden orientieren.
Das heißt, es ist die Idee zu verstehen, was sind die kleinen Eingriffe, die wir machen können, um das Arbeiten im sozialen Wohnbau der Nachkriegsmoderne zu thematisieren und mitzudenken. Und das zweite Prinzip ist das Prinzip des Zuhörens. Das heißt, es ist ein wohnbiografischer Zugang. Das ist ein Zugang, mit dem ich schon länger arbeite. Es kommt vielleicht aus einer Kritik auch an partizipatorischer Planung, die ja schon oft formuliert wurde, dass dort gewisse Positionen sehr, sehr stark vorkommen, während andere Positionen sich nicht äußern können bei vielen partizipatorischen Prozessen. Und deswegen arbeiten wir schon sehr lange mit wohnbiografischen narrativen Interviews, um in mehreren Sprachen gewisse Perspektiven mit in die Planungsprozesse aufzunehmen, die sonst eigentlich unsichtbar bleiben. Das sind die zwei Ansätze, und anhand dieser zwei Ansätze hat dieses Projekt das Ziel zu sehen, wie können wir verstehen, wie gearbeitet wird in den Wohnungen und wie können wir reagieren auf diese Art und Weise. Und das schauen wir uns in zwei Wohnhausanlagen an. Diese Wohnhausanlagen sind sehr unspektakulär. Also ich werde jetzt deswegen auch nicht im Detail darauf eingehen, aber sie sind eigentlich deswegen ausgewählt worden, weil sie sehr unspektakulär sind. Das machen wir zusammen mit den Projektpartnern und Partnerinnen. Das ist einerseits das ÖSW, also das Österreichische Siedlungswerk. Das ist Wiener Wohnen und es ist die GBV, also der Verband der gemeinnützigen Bauträger. Das sind zwei Wohnhausanlagen, eine in der Pohlgasse im 12. Bezirk, die 1967 erst bezogen wurde und 120 Wohneinheiten hat, und der Anna-Boschek-Hof im 10. Bezirk, ist ein Gemeindebau, bis 56 erbaut, und der hat an die 700 Wohneinheiten. Und der Arbeitsprozess hat im Prinzip so ausgeschaut, dass wir zuerst einmal eine sehr genaue architektonische Analyse gemacht haben, diese zwei Wohnhausanlagen, und dann eine sehr lange Recherche gemacht haben zu Lösungen in Bezug auf Arbeiten und Wohnen, und zwar sowohl in der Sanierung als auch im Wohnbau. Und das Spannende war da, eine gemeinsame Sprache zu finden, weil wir im Team Sozialwissenschaftlerinnen sind, Planerinnen sind, Geografinnen sind und hier ganz gewisse Begriffe überhaupt zu entwickeln, die wir alle verstehen und die auch etwas mit Raum und architektonischen Lösungen zu tun haben. Das war eigentlich ein sehr, sehr spannender Prozess. Und dann haben wir eine Feldforschung gemacht in diesen beiden Wohnhausanlagen, wo wir biografische Interviews und Kartierungen gemacht haben. Das heißt, wir haben eigentlich Wohn- und Arbeitsbiografien gesammelt von Bewohnerinnen, und wir haben mit ihnen eine Biografie der Wohnhausanlage durchgeführt und vor allem eine Biografie der Wohnungen. Das heißt, eine ganz, ganz detaillierte Rekonstruktion, was steht wo in der Wohnung, warum, wer macht was und wie hat sich das verändert und warum und was sind sozusagen die Eingriffe. Das haben wir zuerst anhand einer Mindmap gemacht und dann haben wir versucht, diese Mindmap in die Karten zu übertragen, um das auch räumlich zu verstehen. Das Erste, was wir mal versucht haben zu machen, ist eine Typologisierung der Arbeitsformen, die wir im Wohnraum dort gefunden haben, wobei wir da sehr stark auf einen feministischen Arbeitsbegriff zurückgreifen, der, sagen wir, nicht unterscheidet in Lohnarbeit und nicht entlohnte Arbeit, auch nicht unterscheidet in formelle und informelle Arbeit. Das heißt, es ist ein Arbeitsbegriff, der alle Tätigkeiten umfasst, die in einem Haushalt gemacht werden, um das Überleben und um die Notwendigkeiten, die sich im Alltag ergeben, zu befriedigen und zu erfüllen. Und das ist sehr, sehr spannend, dass es eigentlich jetzt nicht vom Arbeitsmarkt ausgeht und auch nicht vom Ausschluss vom Arbeitsmarkt ausgeht, sondern von dem, was passiert und den Tätigkeiten, die gesetzt werden im Haushalt. Da haben wir, das war jetzt nicht in einem wissenschaftlichen Sinne, sondern in einem sehr, sagen wir, eher intuitiven, um zu verstehen, was wir hier sehen, einen induktiven Sinn, sagen wir, versucht mal zu kategorisieren, die Formen der Arbeit, die wir gefunden haben, in der Wohnung und im Verhältnis zwischen Wohnung und anderen Räumen. Das war einerseits die Lohnarbeit außerhalb der Wohnung, natürlich das Homeoffice, das Home Learning, die Care-Arbeit, sehr weit gefasst. Das Wichtige an der Care-Arbeit ist, glaube ich, hier auch zu sagen, dass die Care-Arbeit nicht immer
analog stattfindet, sondern vielfach auch digital stattfindet und dass das eigentlich ein sehr, sehr räumlich wichtiger Aspekt ist. Das Spielen sowohl der Kinder als auch der Erwachsenen, die überlagerte Arbeit, das heißt, da werde ich später noch drauf kommen, eigentlich die Überlagerung mehrerer dieser Arbeitstätigkeiten und die Arbeit, diese Überlagerung zu organisieren, wenn wir so wollen. Das Haushaltsmanagement, also alles, was Rechnungen, Verträge und alles, was das betrifft, auch sehr, sehr viel Zeit nimmt. Die Hospitalität, das heißt das Einladen von Nachbarn, Gästen und dann die Anlagen, die Parkbetreuung, also wirklich auch diese nachbarschaftliche Arbeit in dem Sinne und die Arbeit an der Wohnung selber. Die ist jetzt da nicht drauf, aber die kommt später dazu. Das war wirklich eine ganz grobe Typologisierung einmal. Aber es war eben sehr spannend auszugehen und zu schauen, was wird jetzt in den Wohnungen gearbeitet und welche Fragen ergeben sich jetzt daraus eigentlich in Bezug auf die Notwendigkeiten der Haushalte. Und das wollte ich jetzt anhand von drei Beispielen ganz kurz illustrieren, weil wir haben eben dann konkret mit Haushalten gearbeitet und auf Basis dieser Beobachtungen in den Haushalten, sagen wir, Fragen formuliert in der Arbeit. Also ein Beispiel, das ich bringen wollte, ist das Beispiel von Diana, heißt sie. Das ist eine alleinerziehende Frau, die auf 45 Quadratmeter wohnt mit zwei Kindern. Das bringt aus mehreren Gründen eine schwierige Situation mit sich. Auch deswegen, weil beide Kinder in der Schule sind und ihr es sehr wichtig ist, dass beide Kinder auch lernen. Und das schafft einen Druck auf diese Wohnung. Die Wohnung ist jetzt nicht so, wie sie ist, sondern das ist immer die Mindmap in einer abstrahierten Form. Das heißt, das ist eigentlich so, wie sie uns die Wohnung erzählt hat. Und das Interessante hier, und das steht für viele unterschiedliche Beispiele, ist, dass sie eine sehr interessante Lösung gefunden hat. Und zwar hat sie die gesamte Wohnung unterteilt in einen lauten Bereich und einen leisen Bereich. Es ist also im Prinzip eine duale Unterteilung der Wohnung, wobei alle drei Haushaltsmitglieder im selben Bett schlafen. Das heißt, sie schläft mit beiden Kindern im selben Bett. Das sieht man eh, weil es gibt ja nur ein Schlafzimmer. Und es haben beide Kinder einen Schreibtisch, weil sie wieder das beide Kinder lernen. Das heißt, im Schlafzimmer ist es so, dass alle drei schlafen und die zwei Kinder arbeiten, wenn wir das einmal jetzt so nennen wollen, oder für die Schule lernen. Und dann gibt es das laute Zimmer und das laute Zimmer ist dann das Zimmer, in dem der Fernseher läuft, die Gäste kommen, telefoniert wird und alle anderen Tätigkeiten stattfinden. Das ist eine theoretisch gute Lösung. Das einzige Problem ist, dass sie keinen Platz im leisen Zimmer hat. Das heißt, dass sie eigentlich die Lösung so gefunden hat, dass sie im lauten Zimmer ihre Arbeit macht und ihre Arbeit besteht zu Hause darin, an einem AMS-Kurs teilzunehmen und am Computer für diesen AMS-Kurs zu arbeiten, ihn vorzubereiten und Arbeit zu suchen. Und das schafft für sie eine sehr, sehr schwierige Situation, dass dazu kommt, dass die Kinder in dieser Wohnungsanlage nicht im Hof draußen spielen können. Das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, aus dieser Wohnung hinaus zu gehen. Das ist aus mehreren Gründen interessant, schon einmal wegen diesem AMS-Kurs. Ist einer von vielen Tätigkeiten, die stattfinden, extrem viel Platz einnehmen, extrem viel Druck ausüben, nicht bezahlt sind und unsichtbar sind, also auch nicht gewertschätzt werden in diesem Sinne. Ja. So, was wir hier also sehen können, ist, dass sich vor allem in Haushalten mit Kindern und Jugendlichen, die auf engem Raum leben, wie die meisten Haushalte in diesen Wohnhausanlagen, sich multiple Arbeitstätigkeiten auf engem Wohnraum überlagern und dadurch auch sehr, sehr belastende Situationen entstehen. Das heißt, dass eigentlich ein sehr, sehr dringender Handlungsbedarf besteht, in irgendeiner Form alternative Flächen hier bereitzustellen oder eine Möglichkeit aus diesen Wohnungen gewisse Tätigkeiten auszulagern. Deswegen also die Frage für die Planung, welche kleinen Eingriffe in Wohnungsanlagen und Freiräume sind möglich, um Haushalte zu entlasten, in deren Wohnungen sich unterschiedliche Arbeitstätigkeiten überlagern. Das heißt, es gibt eigentlich so etwas wie eine funktionale Überhitzung, die auch eine gleichzeitig klimatische Überhitzung ist, weil ja diese Wohnungsanlagen extrem heiß sind in den oberen Stockwerken. Das heißt, es hat dort 35 Grad
und es passiert das, was ich jetzt gerade geschildert habe. Das heißt, es geht eigentlich darum, jetzt im Freiraum Möglichkeiten zu schaffen, um gewisse Tätigkeiten auszulagern. Das mag jetzt banal klingen, aber das ist nicht so leicht und eigentlich ein sehr, sehr schwieriger Prozess, das dann auszuhandeln. Zweites Beispiel heißt Eltern im Kabinett. Und ein ähnliches, aber auch ein bisschen anderes Beispiel. Das ist Ramazan. Ramazan wohnt mit seinen Eltern und seiner Schwester in einer sehr kleinen Wohnung, die ist noch kleiner als die anderen. Und er geht ins Gymnasium. Das ist deswegen interessant, weil das eine Familie ist, die den gesamten Raum des Haushalts auf dieses eine Ziel hin organisiert. Das heißt, es ist in dieser Familie die Entscheidung getroffen worden, dass von den beiden Kindern eines, der Sohn, aufs Gymnasium gehen soll und eines sozusagen Karriere machen soll. Und deshalb ist es so, dass er ein Bett hat, in dem er gut schlafen kann, weil das Zimmer ist sehr, sehr klein, und er hat auch einen Schreibtisch, auf dem er gut arbeiten kann. Für seine Schwester gibt es einen kleineren Schreibtisch, und die Eltern schlafen überhaupt in einem Kabinett, in einem Einzelbett, weil sozusagen also dieser Bereich für das Kind freigehalten werden muss, um zu lernen. Das, was jetzt hier interessant ist, ist, dass wir in einer solchen Situation der Überlagerung von Tätigkeiten auf engstem Raum eine Hierarchisierung der Tätigkeiten haben, die hier ganz klar ist. Erstens einmal ist ein Kind, man kann auch, also es ist der Junge, ja, auf den gesetzt wird, und das heißt, dass die Bedürfnisse der Schwester hier zurückgeschraubt werden, aber auch die Bedürfnisse der Eltern. Es ist also zum Beispiel auch so, dass der Vater aus dem Haus gehen muss, wenn das Kind lernen muss. Das heißt, es gibt hier eine ganz klare Entscheidung. Das Druck, der auf diesem Kind lastet, ist natürlich enorm. Kann man sich ja vorstellen. Nicht? Gut, das heißt, hier ist es so, dass die Frage des Lernens, und die Frage des Lernens betrifft sehr, sehr viele Haushalte auf sehr intensive Art und Weise, die Frage, wie das Lernen zu organisieren, in welchem Raum das Lernen organisieren, wie die digitale Dimension des Lernens zu organisieren ist. Also das haben wir jetzt nicht, das ist im nächsten Projekt, das Folgeprojekt. Da haben wir das auch quantitativ erfasst, und es ist so, dass eine der wichtigsten digitalen Tätigkeiten überhaupt im Haushalt ist das Lernen für die Schule in den meisten Familien. Das heißt, mit welchen Eingriffen können Räume für das Arbeiten, vor allem das Lernen, außerhalb der Wohnung geschaffen werden, und was braucht es, um diese Räume langfristig zu betreiben? Also das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage ist, wie können gewisse Arbeitsräume oder Lernräume in diesen Wohnhausanlagen geschafft werden, und vor allem, wie können sie betrieben werden? Es gibt niemanden, der für diese Betreibung zuständig ist, und es ist zum Teil auch so, dass das nicht gewünscht wird. Also ich nenne jetzt ein Beispiel diese kühlen Räume, die jetzt die Stadt Wien macht, in dieser Nachbarschaft auch dort. Dort ist es explizit verboten zu arbeiten und zu lernen, weil das sozusagen eine Tätigkeit ist, die dann nicht hineinkommen soll. Das ist aus der Logik dieser Räume auch verständlich, aber es ist interessant, dass es einfach diesen Raum nicht gibt und es auch sehr, sehr schwer ist, hier zu verstehen, wie können diese Räume betrieben werden. Was dazu kommt jetzt, ist natürlich aus Warte der Bauträger und Bauträgerinnen, ist, dass ja hier gewisse Kosten für die Arbeitsräume in den Wohnraum verlagert werden und es auch einfach eine echte Kalkulations- und organisatorische Frage ist, wie kann man jetzt diese Kosten umverteilen überhaupt, ohne dass sie, sagen wir, vom geförderten Wohnbau getragen werden müssen, weil so ist es, wenn sie in den Wohnraum dann wandern. Gut, drittes Beispiel ist saisonales Wohnen und Home Learning. Das ist das Beispiel von Essan und Samira. Das ist aus zwei Gründen interessant. Erstens einmal ist es so, dass sie eine Wohnung übernommen haben in einem sehr, sehr schlechten Zustand und sehr, sehr viel Arbeit selbst investiert haben in diese Wohnung. Das heißt, dass sie sich diese Wohnung selber hergerichtet haben und 10.000 Euro in diese Renovierung investiert haben, was für sie sehr, sehr viel Geld ist. Und sie auch so Zugang zur Wohnung bekommen haben. Und sie haben dann die Lösung gefunden in dieser Wohnung, dass sie eine sehr flexible Lösung gefunden haben, die notwendig war, weil die Wohnung sehr, sehr heiß wird im Sommer und kalt bleibt im Winter. Und deswegen haben sie eigentlich einen Raum, sie haben zwei Räume, in denen nur Teppiche liegen und haben sonst keine sperrigen Möbel. Und sie schlafen praktisch im Winter in einem Zimmer und im Sommer im anderen Zimmer. Und
essen dann auch am Boden, sagen wir, im Winter in einem Zimmer und im Sommer im anderen Zimmer. Das ist, sagen wir, als Lösung natürlich eine sehr interessante, weil es reagiert mit dieser saisonalen Nutzung auf die Situation im Wohnraum. Und es gibt nur ein Möbelstück in der Mitte des Raumes. Und, wo ist das Foto, habe ich rausgenommen. Schade. Gut, also es gibt nur ein Möbelstück in der Mitte des Raumes, den sehen Sie da in der Mitte, und das ist der Tisch. Es gibt nur einen Tisch, der dort steht, und dieser Tisch ist für den Deutschkurs gedacht. Weil natürlich für die Aufenthaltsgenehmigung muss der Deutschkurs gemacht werden. Und das, apropos Druck, ist natürlich eine Drucksituation. Das heißt, der zentralste Raum in dieser Wohnung ist dem Deutschkurs gewidmet und ist dem Lernen für den Deutschkurs gewidmet. Und das ist eigentlich das einzige Möbelstück, das es dort gibt. Und es ist dann auch der Rest des Tages rund um diesen Deutschkurs organisiert. Das ist interessant, einerseits, weil der Deutschkurs natürlich zum größten Teil am Computer stattfindet, beziehungsweise auch das Arbeiten daran. Das heißt, dass ja viele dieser Arbeitstätigkeiten analog digitale Tätigkeiten sind. Ja, und das ist eben das Interessante, dass sie sind ja nicht nur digital, sie sind analog digital. Das heißt, sie haben eine Verortung im Raum und sie nehmen einen Platz ein und sie brauchen Platz und gehen in Konkurrenz mit anderen Tätigkeiten. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel eine andere Person, mit der wir gesprochen haben, die repariert Fahrräder und verkauft Fahrräder. Gut, diese Keller, das wird im Keller, hat sie eine kleine Werkstatt unten im Keller und er baut die Fahrräder um. Jetzt kann man sagen, gut, was braucht er jetzt an digitaler Arbeit? Aber der verbringt Stunden auf Willhaben, zum Beispiel die Fahrräder zu suchen, die Ersatzteile zu finden. Und das ist eigentlich eine stundenlange Homeoffice-Tätigkeit. Ja. Und das betrifft sehr, sehr viele Arbeitsprozesse, die im ersten Moment überhaupt nicht den Anschein haben, dass sie diese digitale Dimension haben, aber sie haben diese digitale Dimension und diese digitale Dimension verlagert die Tätigkeit in die Wohnung. Weil er geht ja dann nicht von einem Ort zum anderen und schaut sich die Ersatzteile an, sondern er sitzt im Wohnzimmer und schaut sich die Ersatzteile an und die anderen auch. Das heißt, es ist eigentlich ein Druck, der auf die Wohnung entsteht. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, die jetzt an dem Beispiel von Samira interessant ist, ist, dass die ja selber sozusagen in diese Wohnung ihre Arbeit investiert haben und sie selbst ihre kleinen baulichen Eingriffe machen. Und das ist für uns auch eine Frage, sagen wir, wie können diese kleinen Eingriffe von Bewohnerinnen und deren Arbeit am Wohnraum selber eigentlich als Chance begriffen werden und auch weitergegeben werden. Weil die Leute investieren ja sehr viel Arbeit in die Wohnungen und dann, wenn die Wohnungen zurückgegeben werden, werden sie natürlich leergeräumt. Diese ganze Arbeit wird annulliert, das wird dann auf den Nullzustand zurückgebracht und dann wird es wieder vergeben. Das heißt, es ist eigentlich interessant zu schauen, wie möglichst Situationen geschaffen werden können, wo diese Arbeit beibehalten wird und der Wert dieser Arbeit auch beibehalten wird. Gut, das waren jetzt einige Beispiele. Als Schlussfolgerung lässt sich sagen, und das fand ich heute sehr interessant hier, dass sehr viel darüber geredet wurde, was in den Wohnungen passiert. Und das ist, glaube ich, was sehr Besonderes von dieser Veranstaltung heute, weil es ist so, dass gerade in der Arbeit mit den Hausverwaltungen und auch mit dem Bestand ist die Wohnung meistens eine Blackbox. Also es wird alles ist sozusagen bekannt, aber was in der Wohnung passiert, ist eigentlich gerade im Bestand und in der Sanierung die große Herausforderung. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt versuchen, einen aufmerksameren Blick in die Wohnungen zu werfen, dass dort eben eine unglaubliche Intensität an Arbeitsabläufen konzentriert ist, digitalen Arbeitsläufen, Entlohnten, Nicht-Entlohnten und auch im Haushalten, die sehr, sehr wenig Geld haben und vermeintlicherweise, sagen wir, nicht digitale Arbeiten haben. Ja, das ist ganz wichtig, weil zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Wiener Wohnen war das am Anfang so, dass sie richtigerweise aus ihrer Warte gesagt haben, na gut, das betrifft uns ja eigentlich nicht, das ist ja Homeoffice, das betrifft ja jetzt ganz gewisse Berufsgruppen, die gibt es bei uns nicht. Und das Interessante ist, dass es aber doch diese Personen betrifft, die vermeintlich nicht digitale Arbeitsfelder haben, und wenn es nur die Ausbildung
der Kinder ist. Und dass es deswegen unserer Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, in der Sanierung vom Bestand dieses Thema der Arbeit mit aufzunehmen, weil dort gibt es ja nichts. Also jetzt, wenn wir alle diese Projekte gesehen haben, es gibt dort keine Gemeinschaftsräume, es gibt keine Arbeitsräume, es gibt keine, vielfach keine Freiräume, die genutzt werden können. Das heißt, es gibt eigentlich eine Konzentration all dieser Tätigkeiten auf die Wohnung selbst. So, ich bin sogar schon fertig. Danke. Ich bitte nun alle SpeakerInnen auf die Bühne und Eva Keil. Ich stelle Sie gleich nochmal näher vor auf der Bühne. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank auch, Daniele, für den sehr interessanten Vortrag. Also ich finde, kann man sehr viel daraus lernen. Mit am Podium begrüße ich nun Eva Keil. Eva Keil ist Stadt- und Regionalplanerin und führende Expertin für Gender Planning mit weitreichendem Renommee. Seit 1986 arbeitet sie in unterschiedlichen Funktionen bei der Stadt Wien, derzeit als Expertin für alltags- und frauengerechtes Planen und Bauen in der Stadtbaudirektion. Insgesamt koordinierte sie rund 60 bahnbrechende Projekte in den Bereichen Wohnen, Mobilität, öffentlicher Raum, Stadtentwicklung und sozialer Infrastruktur. Und während ihrer Zeit als Leiterin des Frauenbüros koordinierte sie das Bauprojekt Frauenwerkstatt 1 und 2 vielleicht auch. Ein Wohnkomplex, das erstmals ausschließlich von Frauen für Frauen geplant wurde. Das Projekt fungierte modellhaft als Katalysator der Frauenförderung im Planungsbereich und bewies, dass die Anwendung von Gender Mainstreaming in der Stadtplanung gelingen kann. Es ist mir deshalb auch wirklich eine sehr große Freude, dass Sie hier am Podium sind und sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen, Eva Keil. Ich habe es angesprochen, die Frauenwerkstatt 1 und es gibt auch eine Frauenwerkstatt 2, über beide wollen wir sprechen. Vielleicht zu der ersten Frauenwerkstatt, aber sicherlich bezieht sich das dann auch auf die zweite, geht es mir um die Frage, die wir ja auch heute am Panel diskutieren, also die Räume der Care-Arbeit, wie die verrichtet werden. Und ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass Sie eben mit Ihrem Team gemeinsam im Vorfeld dieses Bauprojekts oder Wohnprojekts versucht haben, Bedürfnisse von BewohnerInnen zu evaluieren und zu ermitteln und herausgefunden haben, oh Wunder, Frauen verbringen mehr Zeit damit für Care-Arbeit im Wohnen und versucht haben, in diesem Wohnprojekt dann auch durch gewisse Anreize darauf zu reagieren, also das sozusagen in die Planung mit zu übernehmen. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie, was waren das für Aspekte, die vielleicht in die Planung mit aufgegriffen werden konnten? Wollen Sie die mal ein bisschen schildern? Ja, also was ich jetzt spannend gefunden habe, war das eine, war, dass wir uns ganz stark auf diese Wohnungsgrundrisse einmal fokussiert haben und andere Beispiele gesucht haben aus anderen Ländern. Also das waren ja die feministischen Planerinnen wie die Kerstin Dörrhöfer, die sich ja da ganz intensiv mit diesen Typologien und Care-Arbeit auseinandergesetzt haben, was ich ja ganz wichtig gefunden habe. Eben, die haben ja schon die FOPA, die feministische Organisation von Planerinnen und Architektinnen, die haben ja bei den hochgerühmten IBA-Projekten in Berlin, der männlichen Star-Architekten, haben ja dann mit Bewohnerinnen dort gesprochen und das sozusagen aus der Alltagsnutzung und Alltagserfahrung, deren Erfahrungen quasi dann wieder in den Planungsjargon übersetzt. Also wir haben versucht, irgendwie dieses Erfahrungswissen uns zu holen. Also ich denke mal, also gleichzeitig, und das ist vielleicht aber, ich bin noch bis Ende Februar bei der Stadt, ja, also es ist jetzt irgendwie so das Ende und es ist irgendwie so ein bisschen so dieser Rückblick. Und heute zum Mittag bei Schweizer Planerinnenorganisation, gerade in Wien, ist sie in Wien Projekte anschaut, eben auch die Frauenwerkstatt.
Rosa auch. Also die geben sich das volle Programm. Ich gesagt habe, es war schon trotzdem so, dass wir sehr diese klassische Kleinfamilie, also so Vater, Mutter, Kinder, also wir haben auch mit Alleinerziehenden gesprochen, aber das war schon so, weil das war so ein bisschen, auf was hat man reagiert und auf was nicht. Aber was mir jetzt dann eingefallen ist, weil wir haben also wir waren ja da sehr engagiert mit sehr viel, als für die Wettbewerbsausschreibung aufs Deckblatt ein Gedicht von der Christine Nöstlinger aus dem Über die ganz armen Kinder. Und da gibt es ein wunderschönes mundsprachliches Gedicht, die Kerstin Dörhöfer hat es überhaupt nicht verstanden als Berlinerin, wo geschildert wird, jeden Donnerstag sitze ich mit meinem Spinatreindl im sozusagen in diesen Wohnbauten in der Küche und weiß über mir, da hat man ja noch Spinat gekocht am Donnerstag im katholischen Österreich, und sagt dann ganz laut Mahlzeit und weiß über mir und unter mir sitzt da eine Frau. Und ich glaube, so dieses Thema, das haben wir uns schon auch gestellt, so diese sozialen Qualitäten und was das unterstützen kann oder nicht und von Gemeinschaftsräumen. Und sind aber schon eigentlich auch sehr stark eben an die Grenzen und dieses Korsett sozusagen mit geförderten Wohnbau und was zählt zur Netto-Wohnnutzfläche, ja, und was nicht. Und ich glaube, alle praktizierenden Architekten, Architektinnen wissen, was für ein Krampf das ist. Und das war ja immer dann sozusagen, also ich glaube, dass mit diesen Normensetzungen sozusagen eben auch ziemlich enge Korsette geschnürt werden. Und wir haben das halt versucht, so mit dieser Attraktivierung der Nebenräume, also auch diese Waschsalons auf dem Dach und Geländegefälle zu nutzen, also halt auch so ein bisschen auch in dieser Neubausituation. Das war dann so so halb belichtetes Zwischengeschoss, das hat man dann ausbauen können zu Gemeinschaftsräumen, aber das waren halt so die ersten Ansätze. Ja, also mich hat das sehr beeindruckt eigentlich, als ich nochmal so gelesen habe, welches Standards damals, also auch breite oder so was wie Stiegenhäuser, dass die breiter geplant wurden, Sichtbeziehungen mit den Höfen und so. Das sind alles Dinge, die man heute schon eigentlich auch, wie Sie gesagt haben, im geförderten Wohnbau schon auch fast, kann man sagen, im Standard angekommen sind, vielleicht mal so vorsichtig gesprochen, aber wo man ja auch sagen kann, da waren Sie wirklich Pionierinnen sozusagen Ihrer Zeit, weil das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Care-Arbeit zu tun, sondern vielleicht ist geht es allen in diesen Wohnräumen am Ende besser, gar nicht nur um die Care-Arbeit besser zu verrichten, sondern auch einfach für einen gewissen Wohnstandard zu erleichtern. Frau Keil, Sie haben ja auch vorhin noch mal angesprochen, es gibt eben auch nicht nur die Frauenwerkstatt 1, sondern auch die Frauenwerkstatt 2, wo das Thema Care-Arbeit und vor allem auch bezahlte Care-Arbeit noch mal speziell auch aufgegriffen wurde. Sie haben es erwähnt, ein Pflegeheim gibt es da und eben einen Wohnblock und die sind auch ein Stück weit miteinander verbunden. Wollen Sie dazu noch mal kurz was erzählen? Ja, das war vielleicht so, also das hat sich so ein bisschen überschnitten, dass wir wirklich mit der Frauenwerkstatt, wo ein Städtebauprojekt schon mit dem Entwerfen von Grundrissen also zusammengelegt wurde und gleichzeitig ist in Wien dann auch diese Qualitäts-, also wurde die Wohnbauförderung umgestellt, sozusagen diese Bauträgerwettbewerbe eingeführt und dieser Qualitätswettbewerb. Und das war dann schon irgendwie ein sozusagen auch bei den Architektinnen, die da entworfen haben, und dass man die Qualitäten gesehen hat, dass sozusagen ich damals als Leiterin vom Frauenbüro von Anfang an Mitglied von diesem Architekturwettbewerb, also diesen nicht Architektur, sondern Bauträgerwettbewerb war, wo es ja Planungsqualität, ökonomische Kosten und ökologische Qualität. Und dann war das halt schon quasi etabliert und dann war eben so dieses Instrumentarium der Bauträgerwettbewerbe zu nutzen. Ich bin ja in der Jury gesessen, wie es um Rosa gegangen ist. Also ich kann das bestätigen, das
war sozusagen ein absolutes keine Fassaden zu zeichnen, war quasi wirklich so diese Wettbewerbslogik, ja, also so, das hat wirklich geschadet, und eben die Elsa Prohaska, die dann unheimlich gerittert hat als Juryvorsitzende, und zu sagen, aber da stecken ja unheimliche Qualitäten und da ist ja ein totales System dahinter. Ich glaube, das war eine eigene Diskussion, wie sehr diese Architekt-Wettbewerbslogiken, ja, alltagsorientierte Projekte schwächen und die Pfauenräder, die diese Pfauenräderhaltung irgendwie sozusagen total kann, also stärken. Also es ist dann die guten im gebrauchsfähigen Projekte sind nicht immer die, die die höchste Wettbewerbschance haben. Und da war es dann auch so, dieses zu sagen, und da war es auch wirklich irrsinnig schwierig, diese, also mir hat das immer fasziniert, zu sagen, dieser Blick auf die, und zu sagen, die Grundrisse funktionieren. Und dann diskutiert man leidenschaftlich über die Fassaden und die Materialität. Ja. Und das habe ich immer schon sehr spannend gefunden. Und das habe ich immer so mit diesem, was da eigentlich, wie viel Lebensdings da drinnen steckt. Und da war es dann halt so, das war einfach von der Standardsuche, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt noch einmal betonen, diesen Fokus auf Grundrisse zu legen. Und da war dann aber auch, weil das sich einfach aus dem Standort ergeben hat, dass zwar weiter Fortuna, und das ist eine Pflege, also Seniorenresidenz mit Pflegeheim und da so diese flexiblen Modelle und darum quasi eine bezahlte Care-Arbeit, dieses, ich kann im Alter wohnen und kann sozusagen kooperieren und dazu kaufen, oder aber auch die Idee innerhalb der Familie mit betreuten Wohnen, also so, sozusagen daneben gelegte Wohnungen, was uns ein bisschen fehlt und was wir hoffentlich mit dem mit der Abteilung von Kurt Hofstetter und der Amila ändern wollen, ist jetzt ein bisschen auch diese Evaluierungen, was davon von diesen Potenzialen, was hat sie bewährt, so, also ein bisschen so diese Evaluierung auch, und was sind so die neuen Herausforderungen. Ja, das dachte ich mir jetzt bei mehreren der Vorträge auch, dass es sehr zukunftsgewandte Projekte gibt, auch schon das Rosa-Projekt, und das ist jetzt aber auch schon fast wieder 20 Jahre her. Also wie wir auch in feministischen oder in anderen diskursiven Fragen zu Care-Arbeit eigentlich immer, also auf eine Art hat man das Gefühl, es bleibt irgendwo stehen, wir diskutieren eigentlich immer dasselbe und es tun sich aber natürlich doch auch Sachen, oder? Und ich glaube, die Evaluierung ist ein sehr guter vielleicht Impuls, wirklich mal nochmal näher sichtbar zu machen, was wurde auch gemacht und das zu publizieren. Jetzt möchte ich gerne an die gesamte Runde nochmal öffnen. Vielen Dank nochmals für die wirklich sehr inspirierenden und fruchtbaren Beiträge von euch. Das Thema ist Wohnen ist Arbeiten. Übrigens ein Spruch aus der zweiten Frauenrechtsbewegung, den ich gelesen habe, den ich sehr treffend finde. Also Wohnen ist gleichzeitig immer Arbeiten. Wenn ihr nochmal aus euren, ihr habt eh schon zahlreich davon erzählt, aber jetzt vielleicht nochmal, wenn wir also zukünftig denken, gibt es von eurer Seite nochmal Handlungsansätze, konkretere Handlungsansätze, wie wir da im planerischen Sinne, aber sicherlich auch im strukturellen, auf Gesetzesebene natürlich auch, aber ich spreche euch jetzt schon erstmal in eurer Disziplin an, wie wir da neu drauf oder anders reagieren können, wie vielleicht es da ja auch schon gewisse Ansätze in der Schublade liegen, die aber halt nie realisiert werden aufgrund von irgendwelchen Gründen. Gibt es nochmal, also zum Thema Wohnen ist Arbeiten, konkretere, ja, Ideen, wie man darauf reagieren kann, um es eben die Erleichterung von Care-Arbeit nicht ganz so einseitig geschehen zu lassen. Ich bin ein bisschen sprachlos, ganz ehrlich. Deswegen danke für diese Vorträge. Danke. Erstens einmal der erste, ich muss kurz ausholen, der erste Vortrag. Es ist doch vollkommen verrückt. Ich meine, seit über 100 Jahren können
Frauen Architektur studieren und es hat sich nichts geändert. Es dauert nicht einmal eine Generation, es dauert mehrere Generationen sichtlich, bis sich wirklich was ändert. Und das ist so verrückt. Ja? Deswegen ja, sind so kleine Schritte schon gut und es wurde so viel schon besser und so viel gemacht, aber es sind immer nur so Millimeter, die man irgendwie vorwärts kommt. Das ist so erschreckend. Mhm. Und danke Daniele für den Vortrag, weil es hat mir wieder mal gezeigt, was die Realität des Wohnens ist in Wien ja. und in anderen Städten. Ich meine, das ist nicht irgendeine Blase für Feministinnen, die da allein sich verwirklichen in einer 50 Quadratmeter Wohnung, sondern das sind ganze Familien, die auf 45 Quadratmeter leben. Und das ist ja, das sehe ich überhaupt keinen Ausweg. Und das betrifft nicht nur den Bestand, sondern das betrifft den Neubau genauso, weil die Wohnungen sind auch nicht viel größer im Neubau. Sie sind meistens noch niedriger als die aus den 50er Jahren. Das wäre mein Ansatz, wäre zumindest vielleicht höhere Wohnungen zu planen, dass man irgendwann einmal so eine Schlafnische irgendwo einziehen kann, wo da sich irgendjemand reinschlürfen kann und zumindest ein bisschen mehr Privatheit hat. Aber es macht mich ehrlich gesagt ratlos. Und der ökonomische Druck wird ja immer schlimmer. Und es ist ja nicht so, dass wir sagen, na, dann machen wir halt mehr Gemeinschaftsräume, machen wir halt da ein Lernzimmer und da ein Kochzimmer, wo man die große Küche hat. Das wird ja immer weniger. Es wird ja von Projekt zu Projekt weniger möglich, weil der Druck viel größer wird auf den Preis und auf die Ausnutzbarkeit. Und das ist das Problem. Gibt es von eurer Seite noch... Ich kann der Sabine da ein bisschen, ich kann es total nachvollziehen und frage mich das auch immer wieder. Und heute Morgen hat jemand, also irgendwie, es ist ja so viel Wissen da, wir wissen so viel, es ist schon so viel passiert, aber irgendwie halt dann auch doch nicht so. Wir stehen immer wieder vor den gleichen Problemen und es gibt, glaube ich, schon ziemlich viele Ansätze, die man verfolgen kann, wie zum Beispiel den Wohnraum so gestalten, dass einfach ein bisschen mehr Platz ist, dass man reagieren kann, wenn sich familiär oder wie auch immer was ändert oder unterschiedliche Bedürfnisse aufkommen. Ob das im Haus ist, in so einem Hausprojekt, wo man dann einfach einen Coworking-Raum unten im ersten Geschoss hat oder einen Platz in der Höhe des Raumes hat, wo man dann noch eine Etage einziehen kann. Das Ganze ist ja eine Frage eben, wie du es gesagt hast, schon von Leistbarkeit, dass sich das alle leisten können, so einen Raum, der flexibel ist und auf unterschiedliche Bedürfnisse zu reagieren. Und genau, es ist so, ich glaube, also ich weiß auch nicht, wo man anfangen soll, anders als wir es schon tun, dass man eben selbst versucht, das besser zu machen und drüber zu reden. Heute Morgen hatten wir schon mal das Thema so ein kollektives Wissen, dass einfach diese ganzen Dinge verbreitet werden und drüber geredet wird. Und ein bisschen sehe ich auch unsere Ausstellung so, das sind jetzt Positionen von so nur 60 Leuten, aber ich glaube, dass das ziemlich viel unsere ganze Generation widerspiegelt, auch nicht nur von Architektinnen. Und ich glaube, darum geht es. Dass man sich, also das ist die einzige Lösung, die ich sehe, dass man einfach versucht, das rauszuschreien und zu sagen, wir müssen aber und nicht nur wir, sondern auch die Entscheidungen tragen, wo das Geld herkommt in der Politik und also ja, ja. Das ist meine Idee, aber wie es in 100 Jahren aussieht, werden wir sehen. Ja. Ja, ich glaube eben, also wir können sicherlich nicht das alleine lösen, diese Problematik, auch als Planerinnen und Planer, sondern braucht es natürlich auch andere Regularien. Und ich glaube, ich weiß nicht, Sabine, hast du es vorhin erwähnt, oder kann ich mich richtig entsinnen, das fand ich sehr smart, dieses Tool der Mietverträge, die nur an Frauen vergeben werden. Ist das bei eurem Projekt der Fall? War sehr schwierig. Okay. War logistisch, legal, juristisch sehr schwierig durchzusetzen, wurde dann auch angekämpft von einem Mann und der hat darauf bestanden, dass er einen Mietvertrag bekommt, weil er sonst benachteiligt wird, also eine Gleichstellungsfrage. Es war ein wahnsinniges Hin und Her. Also das ist ja alles nicht so einfach. So wie es nicht so einfach ist, einen Mietvertrag für eine Wohngemeinschaft oder so etwas zu bekommen. Ja, das ist nicht so, dass man das auf Modelle sofort zurückgreifen könnte. Das ist immer alles mit sehr viel verbunden und sehr viel Folgewirkungen verbunden. Aber so solche Mittel können schon einmal ein bisschen helfen. Ja, okay. Ja. Also ich glaube schon, also dass
zwei Sachen. Das eine ist, glaube ich, wirklich sozusagen in den bestehenden Systemen, dass es sehr wohl Ansatzpunkte gibt. Ich meine, es ist ja gerade die IBA abgeschlossen worden, wo es ja eine Fülle von Projekten und Bestandstransformation gibt und das vielleicht einmal wirklich nochmal lohnend. So, ich bin immer so eine Freundin von Good Practice, ja. Also so dieses nochmal mit dieser Care-Arbeitsbrille da drauf zu schauen und zu sagen, wo sind da gute Ansätze und das auch so im Rahmen der Wohnbauförderung, also viel, also Baugruppen ja auch dann die Heimförderung ausgenutzt haben, wo dann wieder viel mehr möglich ist. Also für mich ist immer das Wohnprojekt am Nordbahnhof irgendwie sehr beeindruckend, also wenn man denkt, das hat eine hohe Relevanz mit dieser Gemeinschaftsküche, also wo da so Hardware und Software zusammenspielen, wo der Kinderspielraum daneben ist, wo es diesen gemeinsam organisierten Mittagstisch gibt, ja, wo ich mir denke, das ist, also das schafft schon ganz, also da kann ich mich sozusagen, ich trage am Vorabend ein, ich will Mittagessen, zahle 3 Euro und es ist so mit einer Gastroküche in einem schönen Raum, kochen dann 2 Leute. Und ich muss halt irgendwie, ich kann nicht immer nur konsumieren, sondern ich muss dann eben einmal auch produzieren. Und das war halt eben über diese Heimförderung quasi ermöglicht, diesen, und die haben auch Einkaufsgemeinschaft. Also da, ich finde, in diese Baugruppen steckt schon ganz viel drinnen. Und das Tolle wäre eben Zeit, nicht nur ökonomische Armut, sondern ja Zeitarmut bei vielen Alleinerziehenden. Wie kann ich das auch in geförderten Wohnbau übertragen? Und da gibt es jetzt auch den Schwerpunkt, das ist auch wieder ein spannendes Evaluierungsthema. Es ist ja das Thema Wohnen für Alleinerziehende, jetzt sind die Bauträgerwettbewerbe. Die ersten Projekte sind jetzt fertig, aber dann wieder dieses Lernen, was funktioniert drauf. Und dann, glaube ich, wirklich halt so dieses Transformative mit Kreislaufwirtschaft. Mir hat dieser Ausdruck so gefallen, diese versteckten Raumpotenziale, die Kleinen suchen, wo ich auch, glaube ich, in diese Hybride von Freiräume, Holzboxen, ich weiß es nicht, also ich glaube, da müssen wir noch ganz neue Raumtypologien wirklich erfinden. Also, und dass es eben wirklich auch um gemeinsame Lernräume geht, das war für mich, wir sind so auf, also ich denke mal, Corona hat ja wirklich unter einem Brennglas die Lockdown-Situationen gezeigt, was sie sozusagen alles abspielt und wie das, wie mit niederen Kosten auslagern kann und da Räume produzieren kann. Aber ich glaube auch, ich habe immer das Gefühl, also man kann unheimlich viel vom globalen Süden lernen. Also, ja. Und wir müssen dann halt als Stadt dann auch noch so flexibel, oder Land Wien in dem Fall, dass wir dann mit unseren Fördersystemen und Bauordnungen und sozusagen diese Potenziale dann auch wirklich irgendwie in die Breite bringen. Weil heute immer wieder die Küche. Die Küche, der Raum der Küche fällt in jedem Panel eigentlich und auch jetzt möchte ich es dann doch nochmal ansprechen. Denn ihr habt es, also vor allem Sabine hat das gezeigt, aber ich glaube, es kam in den anderen Präsentationen teilweise auch drin vor. Die Küche ist wirklich so der zumindest in unseren Köpfen wahrscheinlich, die als erste uns einfällt, wo die Care-Arbeit verrichtet wird zu Hause. Wie sieht denn, und das will ja auch dieses Symposium so ein bisschen leisten, so ganz auch die Küche weitergedacht, vielleicht brauchen wir eines Tages gar keine Küche mehr, also das kam ja heute auch schon zur Sprache, oder eben die Gemeinschaftsküche, die das für uns alle löst. Also ich will darauf hinaus, wenn ihr an die Küche der Zukunft denkt, wie könnte die gestaltet sein, wer hat da seinen Platz und wie viele passen rein? Ist die öffentlich zugänglich oder doch im Privaten? Wer möchte starten? Ich finde es eigentlich, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele historische Beispiele, die eigentlich auch total schon sinnvoll waren. Also Gemeinschaftsküchen generell, nicht wundern es immer, dass das heute bei vielen Leuten so überhaupt nicht angenommen werden kann, die Idee, Privatraum vielleicht zu öffnen ein bisschen oder generell eine andere Art von privat und öffentlich zu denken.
Insofern, ich glaube, da könnte man ganz simpel, also ich habe einmal eine Küche entworfen für einen Außenraum, wo jeder und jene praktisch, die als Passerby vorbeikommt, auch sozusagen kochen könnte. Und vor allem auch deswegen, weil Kochen und Essen gemeinsam ja eine Tätigkeit ist, die, glaube ich, für die Gesellschaft wichtig wäre, wenn man das öfter konsequent machen würde und nicht eben nur so zwischen Tür und Angel, wenn man halt gerade Hunger hat. Insofern, ja, ich glaube, die gemeinsame Küche in der Zukunft ist auf jeden Fall groß und offen. Mhm. Und wahrscheinlich auch mit Daniele. Ja. Ja, also ich sage auch gleich was zur Küche vielleicht. Aus dem Projekt heraus ist, glaube ich, das Interessante, dass viele Küchen einige Monate lang nicht verwendbar sind, weil es zu heiß ist. Das ist einfach die Realität in diesen Wohnungen. Das heißt, es kann gekocht werden, aber dann kann im Dunkeln gekocht werden. Oder mit einer Lampe, und das ist jetzt nicht überzeichnet, weil das ist dann die Frage ist, welches Zimmer kann sich die Personen leisten, den ganzen Tag zu beleuchten. Das heißt, es gibt dann die Entscheidung, eine Lampe zu haben, und diese Lampe beleuchtet einen Tisch oder eine Küche. Das heißt, dass das einmal das erste Kriterium sollte eine Küche sein, die verwendbar ist. Das Spannende in einer der beiden Wohnungsanlagen ist, dass also sehr viele Frauen dann im Sommer draußen sind, weil sie ihre Küchen nicht verwenden können und draußen sitzen und dann manchmal gewisse Küchen verwenden, die sie verwenden können. Und es ist dazu zu sagen, dass einfach der ökonomische Druck, wir haben dieses Projekt 2 Jahre lang gemacht, und wir waren 2 Sommer drin, und die Veränderung vom ökonomischen Druck vom ersten Sommer auf den zweiten Sommer war so groß, dass sich gewisse Verhaltensarten ändern mussten. Also ein Beispiel jetzt, um auf die Küche zu sagen, ist, es gab eine Gruppe von Frauen, die mussten draußen sitzen, schon letzten Sommer, und die haben sich halt manchmal was gekauft zum Essen und dann mit den Kindern draußen gegessen. Das ging letzten Sommer, diesen Sommer geht es sich nicht mehr aus. Weil das geht sich einfach finanziell nicht mehr aus. Und das heißt, dass sie dann in der Hitze kochen, aber eigentlich ist es eine Qual zu kochen. Mhm. Das heißt, dass eigentlich, warum sage ich das? Weil ich glaube, dass in Bezug auch auf vorher, und das ist ja auch die Idee des Projektes, aber ich glaube wirklich, dass das auch eine Chance ist, jetzt in dem Moment, wo wir im Zuge der klimatischen Bedingungen sehen, es muss Hand angelegt werden, dass wir da diesen sozialen Aspekt mitdenken, der Arbeit denken. Ja, und das sind kleinste Eingriffe. Also manchmal ist es ja nur ein Tisch draußen, wo Personen sitzen können und so weiter. Also deswegen ist das einfach ein Moment, der eigentlich eine Chance mit sich bringt. Jetzt denke ich allein an die Straßenumgestaltungen und die Aufenthaltsräume, die dort entstehen. Und es ist ja Wien auch eine Stadt, die diese Frage der konsumfreien Räume mitdenkt. Und das ist, glaube ich, genau die Chance darin, also sagen wir, den Stadtraum aus diesen Wohnungen heraus zu denken. Mhm. Weil in die Wohnungen hinein, es darf ja keinen Millimeter mehr kosten. Mhm. Also das ist ja das Problem, auch beim Gemeinschaftsraum, es darf nichts mehr kosten für diese Familie. Das heißt, die Möglichkeit, von wo aus kann ich diese Wohnungen denken, um sie mitzudenken. Wolltest du noch was dazu sagen? Ja, also völlig richtig. Die Baugruppenprojekte wie das Gleis 21 sind ja höchst luxuriöse Projekte, wo lauter Intellektuelle drin wohnen. Viele Leute, die gerade in Pension gegangen sind, die wahnsinnig viel Zeit haben, um solche Projekte zu entwickeln. Das passt nicht für die große Masse, die da einfach einen Wohnraum braucht. Und der Wohnbau kann nicht alles abfangen. Er kann nicht den Kinderspielraum, den Gemeinschaftswohnraum, den Essraum und alles
integrieren. Das heißt, es muss ausgelagert sein. Das heißt, es geht um Gehsteignutzungen, temporäre, um Leerstandsnutzungen und solche Dinge. Und wahrscheinlich muss man so Wohnräume auslagern, wirklich in den Raum der Stadt. Ja. Das ist vielleicht auch ein Konzept. Ja. Also eher vielleicht auch im nächsten Schritt eher mal impulshaft Dinge auszuprobieren, als jetzt das neue Wohnhaus zu bauen, wo das dann alles neu berücksichtigt wird, sondern vielleicht wirklich Add-on-Impulse schaffen im Stadtquartier, in den Wohnquartieren. Ich würde gerne öffnen die Runde mit dem Publikum und gebe damit das Wort an Sie. Gibt es Fragen oder Kommentare von Ihrer Seite? Ja, ganz Inessa? Hinten, der Herr ganz hinten. Dankeschön. Ich habe eine gewisse Schwierigkeit. Auf der einen Seite sind diese edlen, privilegierten Architekturvisionen, die sich Menschen verwirklichen können, weil sie es halt zu ihrem Glück brauchen. Und auf der anderen hat gerade der Herr außen doch die Realität des migrantischen Lebens, ich glaube, ich weiß nicht, sind das 25% in Wien, und der Niedrigverdiener gezeigt, wo man aber mit wenig Mitteln viel erreichen könnte. Strom ist nicht so teuer. Eine Lampe mit einer Energiesparlampe braucht sehr wenig Strom, ein Ventilator braucht sehr wenig Strom. Und Sie können das günstig in irgendeinem karitativen Shop kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da am Wissen mangelt oder woran es liegt, dass Leute, die ich oft auch als sehr handwerklich geschickt und gut untereinander vernetzt erlebt habe, dass das nicht möglich wäre, mit wenigsten Ressourcen den kleinen Wohnraum und das Wohnumfeld zu verbessern. Das wäre meine Frage. Danke. Ging das an Daniele oder an wen ging denn die Frage jetzt? An das ja, ich glaube, also die Personen verbessern ja ihren Lebensumfeld mit kleinen Schritten, aber kann ja keine Möglichkeit sein zu sagen, na gut, also die sind eh gute Handwerker, die sollen sich das zusammenbasteln. Also das in dem Sinne ist ja die Idee zu sehen, welche Lösungen finden die Personen mit wenig Mitteln, weil wenig Mittel da sind, und dann daraus zu lernen und das zu unterstützen. Aber Strom ist schon teuer. Learning from the Favelas. Ja. Die nächste, Julia von Mende. Ja, ich muss. Hört man? Ja. Ja. Also ich muss mich erstmal bedanken, das ist wirklich eine der inspirierendsten Symposien, auf denen ich seit langem war und vor allen Dingen jetzt auch dieses letzte Panel, und ich kann einfach nur zusprechen oder bin begeistert davon, dass die Idee der Evaluation hier thematisiert wird auf diesem Panel, weil einfach die Bestandsaktivierung und Transformation sowieso das Thema auch für Planende und sein wird in Zukunft. Und das geht eigentlich nur, wenn man genau hinschaut und auch die Lampe anschaut und das benennt. Und es ist das Fallbeispiel, woraus man wiederum Schlüsse ziehen kann. Die Kunst ist es dann, das rückzuführen, jetzt vielleicht nicht mehr in den Neubau, sondern eben in diese feinen Stellschrauben, um den Bestand anzupassen, auch an den Klimawandel. Und ich will einfach nur sagen, ich finde, dass das ein ganz tolles Panel ist und ich einfach nur mich freue über die Diskussion. Ja, also ich möchte nur hier Dankeschön von unserer aller Seite sagen, jetzt mal. ich wollte nur an das, was die Sabine vorher gesagt hat, anschließen. Also der Bestand ist auch das, was in den letzten Jahren gebaut wurde. Wie du richtig, also die kleinen Wohnungen, die jetzt gebaut wurden, sind ja sehr ähnlich eigentlich. Also wenn wir uns diese Grundrisse und die Größen anschauen, das sind ja keine katastrophal produzierten Wohnungen, das ist sehr ähnlich. Das heißt, das finde ich auch sehr spannend, dass der Bestand ist eigentlich von null rückwärts. Ah, Kurt, Entschuldigung. Inessa, hier vorne in der ersten Reihe. Danke. Danke.
Ich wollte ganz am Anfang anknüpfen, deine erste Frage, ja. Was sich denn tut und was man denn tun kann. Und das in Verbindung mit Danielas kleinen Schritten, habe ich das Gefühl, dass die Fokussierung auf Lösungen für Alleinerziehende, die in den letzten Jahren sehr stark in den Bauträger Wettbewerben verankert ist, schon etwas in Bewegung gebracht hat bei der Grundrissgestaltung. Das sind kleine Schritte, aber das hängt auch zusammen mit den Jurien. Das hat auch damit zu tun, wie kommt es denn dazu, oder das Frauenrat war da im Raum, dass einfach Lösungen, die vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren einfach rausgeschmissen worden wären, plötzlich wieder erkannt werden als Lösungen mit Potenzial. Wenn das Nischenbildungen sind, wo man dann temporäre Räume oder Raumeinheiten nutzen kann, die man dann wieder zurückgeben kann und so weiter, bis hin zu dem Gemeindebau neu mit den verschiebbaren Wänden. Das sind so Dinge, die wollen wir uns auch anschauen. Das ist genau das, was die Eva Keil gesagt hat. Wir würden gerne Dinge auch evaluieren, um herauszufinden und auch die Rückmeldung zu geben an die Planenden, an die Bauträger, was hat sich denn bewährt und was hat sich nicht so bewährt und was macht Sinn, dass man es weiter ausführt. Covid hat da sehr viel mitgeholfen, würde ich sagen, das Verständnis dafür zu schärfen, weil jeder wahnsinnig geworden ist in seinen Räumen, wenn es klar war, es geht sich alles nicht aus gleichzeitig. Und zu Sabine Pollack, was mir noch eingefallen ist, vielleicht passt es überhaupt nicht hierher, aber ich kenne keine Disziplin, in der Frauen mit so einer Selbstverständlichkeit ihre Berufsbezeichnung in der männlichen Form artikulieren wie Architekten. Nämlich, das verstehe ich bis heute nicht. Ich kenne wirklich viele Frauen, die auch jung, innovativ, aufgeschlossen sind, aber ganz stolz sich als Architekt bezeichnen. Und ob das damit was zu tun hat, dass sich auch wenig tut, weiß ich nicht. Vielleicht ein totaler Blödsinn, aber es ist mir eingefallen in dem Zusammenhang. Ja, aber das gehört zu diesen großen Rahmen dazu. Da spielt eben die Sprache auch eine sehr große Rolle und dauert wahrscheinlich noch eine Generation, dann haben wir das auch. Und vielleicht, aber mir fällt nur noch was ein, muss da antworten kurz. Vielleicht kann man ja zukünftig auf diese tollen 3D-Visualisierungen mit so vielen Bäumen und spielenden Kindern verzichten bei den Bauträgerwettbewerben und vielleicht eher so auf eine dreidimensionale Nischenausbildung konzentrieren oder keine Ahnung, auf solche Dinge vielleicht. Ja. Amila. Und das einheitlich gibt es ja auch nicht in der Vorbereitung. Und dann sind wir noch die 2 Fragen und dann würde ich abschließen. Ja. Ganz kurz, vielleicht als Kommentar. Ich glaube, die Nischen gibt es auch draußen. Also ich glaube, werfen so viele Fragen auf in diesen 3 Panels, dass ich glaube, man muss auch genau hingucken, wohin die Leute ausweichen im Klimawandel und wo es die Freiräume eben nicht in den Innenräumen gibt, sondern wo sozusagen diese Funktionen im Freiraum liegen. Und ich glaube, das ist die andere Seite der Medaille, die wir nicht vergessen dürfen, weil es ist nicht nur eine Frage der Innenräume. Wir haben Küchen in den öffentlichen Räumen und das wissen ganz viele Menschen auch schon und sie nutzen die schon. Und ich glaube, da ist so die andere Seite der Medaille. Absolut, vielen Dank. Ich glaube aber auch, dass diese Freiräume, wenn man jetzt, also mir ist es diesen Sommer wieder so gegangen, die sind so voll. Also die werden auch genutzt, natürlich, und wahrscheinlich auch aus logischen Gründen, aber die müssen vielleicht auch ein Stück weit weiter gestaltet werden und auch nochmal mitgedacht werden, dass die Menschen, die sich da aufhalten, zunehmend mehr werden. Also in meinem Park direkt um die Ecke, da gibt es keinen freien Bankplatz mehr, zum Beispiel sich hinzusetzen. Das gibt es einfach nicht. Also genau, das nur kurz als meine Antwort. Sorry, jetzt bin ich kurz mal aus der Moderatorinnenrolle geschlüpft. Und jetzt Amila. Es ist eher ein Kommentar als vielleicht eine Frage. Vielleicht gibt es dann in den zukünftigen Wettbewerben Visualisierung von bauplatzübergreifenden Gemeinschaftsräumen oder liegenschaftsübergreifenden gemeinsam genutzten Ressourcen, also eben auch wenn man saniert. Also das ist jetzt etwas, was wir, weil heute das gar nicht jetzt so oft vorgekommen ist, aber wo wir in der IBA auf das hinaufgearbeitet haben, ist die Ebene des Quartiers. Und das ist unglaublich rechtlich schwer. Also da geht es jetzt nicht nur um Förderung oder Korsetts, die wir uns die letzten Jahrzehnte gemacht haben, sondern das hat mit Eigentümerverhältnissen und
Eigentümerverhältnisse. Also ich bleibe in männlicher Form, weil das hatten wir heute auch. Also dass diese Quartiersebene sehr viel bringen könnte und dann wird es nicht mehr so nur für privilegierte Menschen. Also ich nehme jetzt, sage jetzt einfach nur das Quartier Neu-Leopoldau, wo die bauplatzübergreifenden Gemeinschaftsräume sehr hohe Qualität haben und die Menschen, die dort wohnen, wirklich nicht so viele finanzielle Ressourcen haben und langsam kommt das sogar jetzt ins Leben und da gibt es auch eine Gemeinschaftsküche, die man dann wirklich ausbauen könnte und da gibt es auch Lernräume und daraus könnte man lernen, wie hat man sich das rechtlich geschafft, auch in den Bestand, also dieses Quartier nicht zu vergessen, auch wenn wir in die Wohnungen rein müssen. Absolut. Ich glaube, dass man als Gesellschaft oder als die Stadt auf der Quartiersebene sehr viel, also ressourcenschonend umbauen, sanieren, also Kreislauf, aber auch die Räume so zu denken, also ja. Super, genau, danke Amila, das sind eigentlich genau die richtigen Worte für meinen Schlusskommentar, weil wir haben ja, der Titel ist ja gemeinsam haushalten und ich glaube, der gemeinsame Haushalt zieht sich auch als Großhaushalt und eigentlich ist der Großhaushalt eher das Quartier und nicht der einzelne Häuserblock und vielleicht ist das auch so ein Bild, wo wir Care-Arbeit anders verrichten können, anders managen können, eben Food Production, was auch immer, all die Themen, die heute aufgekommen sind, das eher in einem anderen Scale nochmal anzuschauen. Vielen Dank für die tolle Diskussion, vielen Dank für die Gäste die am Podium, für eure Zeit und eure Inputs und wir schließen sozusagen in einer etwa halben Stunde, 18:30 Uhr mit der Keynote-Lecture. Also, bis gleich.